Ausatmen. Grabwächter. Grabwächterinnen. Hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Bei Harvest Moon, deiner Tierparade. Wir sind zurück. Bei Harvest Moon, deiner Tierparade, sind wir gerade. Und ich werde meine Kopfhörer aufsetzen, damit ich eventuell auch was höre. Viel besser. Außerdem werde ich auch schön das Klatschen in Grinella. Außerdem werde ich auch hier Kopfhörer aufsetzen, damit ihr mich nicht so nackt ertragen müsst vor der Kamera. Ein Streamer ohne Kopfhörer ist ja fast so wie eine Krankheit ohne Ende. So. Zack, zack. Okay, perfekt. Ich werde jetzt mal einen ganz normalen Tagesablauf abgehen. Und wir haben morgen schon wieder ein Fest, haben die uns gesagt. Der Bübü war nämlich da und der hat gesagt, es ist das Sternenfest, wo man Sterne sehen kann. Und das hat er uns fest versprochen. So nämlich. Ob das stimmt, werden wir dann rausfinden, gehe ich mal von aus. Und anscheinend, eventuell werden wir auch das Event bekommen, dass wir langsam nach der blauen Feder suchen können. Das heißt, Stardew Valley ist auch nicht mehr so weit. Habe ich davor nicht gespeichert? Doch, guck mal! Jetzt kriege ich beide Events, weil ich nochmal aus dem Haus gegangen bin. Nice. Oh, guten Morgen! Was ist denn los? Als ich heute Morgen hier war, flog ein blauer Vogel hier entlang. Ich bin ihm hinterhergerannt. Es gibt hier eine Tradition, wenn man einen Antrag macht, gibt man der Person, die man liebt, eine blaue Feder. Okay. Steigt man um die Zeit des Sonnenuntergangs die Garmone-Mine hinauf. Oh, da sitzt ja der blaue Vogel. Guck mal, wie süß der ist. Auf einem weißen Gipfel hoch über den Wolken. Mira war frühmorgens bei mir vom Haus. Genau wie der Bürgermeister, so ist es. Lässt ein blauer Vogel eine blaue Feder fallen. Das ist voll nett, dass er auch seine Farbe nimmt. Jetzt so süß der Vogel, guck mal. Voll der nice Vogel. Das sagte mir mein Mann, als er mir einen Antrag machte. Farbster, gibt es da nicht eine Person, die du liebst? Ja. Wenn du so fragst. Der blaue Vogel ist bestimmt gekommen, weil du auf den Berg steigen sollst. Ja, ich soll etwas besteigen. Mach ich. Alles klar, nice. Willst du deine Liebe gestehen? Steige den Berg der Garmone-Mine hinauf. Abends zwischen 17 und 19 Uhr ist die beste Zeit. Oben anzukommen, nicht vergessen. Da kichert sie los. Da kichert sie los und verkauft mir wieder Glas beim nächsten Mal. Leb wohl. Wir hätten gedacht, oder wir hatten geschätzt, dass dieses Event nicht kommt, weil wir ja das Event vom Bürgermeister gehabt haben. Und wir hatten einfach gesagt, okay, die Events überschreiben sich. Aber anscheinend nicht. Wir haben beide bekommen. Sowohl den Bürgermeister als auch Mira. Das ist natürlich sehr schön. Das heißt, wir wissen jetzt um den Vogel Bescheid. Und können uns, wann immer wir wollen, auf den Weg zur Garmone-Mine machen. Und die blaue Feder holen. Guck mal bitte nach den Herzen von der Hexe. 9 Herzen. Hatten wir letztes Mal geschaut. Schaue ich gleich aber nochmal zum Verifizieren. Aber es sind 9 Herzen bei der Hexe. Da bin ich mir ganz sicher. Ihr habt recht, wenn man mal ruhig und gelassen macht und versucht, ein Thema gleichzeitig zu bereden und in der Situation zu sein, dass ich bestimmt auch für die nächsten 5 Sekunden schaffe, dann ist das alles viel einfacher. Und auch für den Kopf. Ich bin voll entspannt auf einmal. Und ich bin nicht mehr so gehetzt für mich selbst. Voll nice. Ich glaube, ich habe etwas erkannt. Aber so bin ich einfach nicht. Ich bin kein Typ, der sitzt und der wartet. Ich bin ein Macher. Ich bin jemand, der sich bewegen muss. Jemand, der steil geht. Jemand, der sich... Oh, jetzt hat er doppelt Futter gekriegt. Egal. Jemand, der schon 5 Züge vorausdenkt, obwohl er gerade im ersten Zug ist.
und weiß, dass er verloren hat, weil er nicht die richtigen Karten zieht bei Hearthstone. Ich meine, im echten Leben. Und das passiert dann. Oh, Wasser. Das Getränk der Götter. Und wie das prickelt. Eieieiei. Guck mal, Heinz ist glücklich, weil ich hier auch... Du hast Hunger. Wir wollen mal gucken, wer noch so Hunger hat. Und gleich gucke ich eben bei der Hexe, wie es da aussieht. Zack. Das mache ich am besten jetzt. Ich weiß ganz genau. Gleich denke ich wieder nicht dran. Freunde. Ich meine 9. Das sind 9. Hexe sind wirklich Freunde. Steht da. So war das. Sehr schön, sehr schön. Jetzt kann ich mal eben hier durchstreicheln. Dann kann ich ein bisschen durchmelken. Und dann sind wir auch good to go. Dann können wir eben nach der Hexe gehen. Und dann können wir theoretisch... Ich weiß ja nicht. Können wir an diesen wunderbaren Tagen auch da hochgehen? Dann würde ich sagen, unser Tamatebako ist definitiv... ist definitiv schon da. Wir werden auf den Berg steigen. Und dann werden wir diese blaue Feder holen. Und dann werden wir der Hexe einen Antrag machen. Und dann werden wir einen zweiten Berg besteigen, nämlich den Berg der Liebe. Es ist ein beschwerlicher Weg, den man nur zu zweit gehen kann. Hand in Hand. Um jedes Hindernis zu überwinden. Und der Welt aus Schmerz und Leid zu trotzen. Und das werden wir, das kriegen wir hin. Wir können das. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das funktioniert. Auf Beowulf würde ich auch voll gern reiten. Auf einer Ziege sieht bestimmt mega witzig aus. Ich will an den Hörnern festhalte. Was bestimmt eine gute Idee ist, anatomisch gesehen. So. Guck mal, wie gut es denn geht allen bei mir. Richtig gut. Außerdem wollten wir einen Bilderrahmen kaufen, ich erinnere mich. Das werden wir auch noch machen. Weil ich wollte den Gnom unbedingt in meinem Haus aufhängen. Als Bild natürlich. Und das werden wir auch tun. Flom. So, das müsste es hier gewesen sein. Ich schaue nochmal rein in die Kiste. Oh, die Eier muss ich noch reinlegen. Das ist nicht gut. Zack. Zack. Okay. Jetzt können wir noch eben bewässern gehen. Dann gehen wir... Ich glaube, wir machen das echt so. Wir gehen zur Hexe. Dann gehen wir in die Stadt, holen den Bilderrahmen. Dann gehen wir in die Mine und gehen nach oben. Und dann schauen wir mal, ob wir die blaue Feder schon kriegen. Dann könnten wir ja wirklich tatsächlich... ich hoffe, ich habe das gesagt. Wenn nicht... Da können wir tatsächlich die blaue Feder holen. Erst den Satz beenden. Punkt. Habt ihr recht. Habt ihr wirklich recht? Ich stolper so schnell über meine Sätze. Und falls ich es noch nicht gesagt haben sollte am Anfang der Folge, ich denke nicht, dann hier noch einmal der Hinweis. Es gibt ganz viele Abstimmungen schon mal zum Start von Stardew Valley. Ob wir Hund oder Katze nehmen sollen zum Beispiel. Ob wir welchen Farmtyp wir nehmen sollen. Und das ist sehr knapp. Und ich hoffe, es wird die... Bergspitzenfarm, weil die sieht echt cool aus und das andere wäre wirklich blöd, weil wir wenig anbauen und anpflanzen könnten, was natürlich fürs Game auch ein bisschen schade wäre. Und was haben wir noch abzustimmen? Ach ja, was sind wir überhaupt pflanzen? Also die Frühlingssaat werden wir auch abstimmen. Ich weiß noch nicht. Wie ist man auf die Idee des Puzzle-Videos gekommen? Das ist kein Thema. Das ist ein einziger Satz. Uns wird das einfach gesagt. Mehr oder weniger, oder? Ja. Wir haben das Geschenk gekriegt zu Weihnachten. Und dann heißt es einfach, hier macht ein Video von. So mehr oder weniger. Indirekt. Und das war's. Das war aber ganz witzig. Und ich bin mega sauer auf diese Person, dass wir das deswegen machen. Ist so. Mehr ist es leider auch nicht. Das war kein langer Denkprozess. Und jetzt bereue ich ihn zutiefst. Weil ich habe das Ding ja irgendwo immer noch rumliegen und irgendwie...
irgendwie ist das mit dem Puzzle nicht so einfach, wie man denkt. Okay, ich gebe zu, ich habe nicht viel darüber nachgedacht. Es ist schwer, weil es einfach wirklich super selbe Farben sind und alles super klein und filigran ist. Und ich kann einfach mit kleinen Dingen nichts anfangen. Deswegen bin ich auch mit Marco nicht so krass befreundet. Weil er einfach... Manche Sachen bei ihm sind einfach sehr klein. Und damit kann ich einfach nichts anfangen. Nun. Ich hatte auch schon überlegt, bei Stardew Valley die Abstimmung für die Heirat, für die Hochzeit direkt zu machen. Aber ich glaube, damit warte ich mindestens noch bis nach der ersten Folge, weil wir haben ja unsere traditionelle, eigentlich ist ja unsere traditionelle Abstimmung immer, welche der Schnipsen und Schnipperiche, oder wir sagen es einmal hier, ja, den Verlierer kann man auch mal hier nochmal in Ehre setzen, oder Schnupsis, welche von denen welchen von denen ihr mögt, was ja nicht bedeutet, wen wir heiraten sollen. Normalerweise ist das ja die traditionelle Erstabstimmung und dann kommt erst das Heiraten. Gewesen in den letzten Jahren. Ich denke, das werde ich auch wieder so machen. Und eventuell mache ich auch vorher, mit wem sollen wir uns anfreunden, mit so einer mehr oder weniger mit einer Multi-Antwort-Frage. Das wäre auch, glaube ich, auch ganz interessant. So, ob ich das schaffe? Hoch zur Mine bis 17 oder 19 Uhr, wenn ich gleich losgehe. Ich meine, dann gehe ich so um 11 los. Ich brauche wahrscheinlich 5 Stunden, 6 Stunden Ingame hoch. Mindestens. Müssen wir mal schauen. Übrigens, ja, was Sarja auch vor dem Stream gesagt hat, ist nicht unbedingt gelogen. Ich bin wirklich etwas angeschlagen. Also, wenn mir mal ein Hüstekind entfleuchen sollte oder meine ach so sexy Stimme doch mal ein bisschen bricht, dann tut mir das jetzt leicht an dieser Stelle. Das liegt ein bisschen an meinem Gesundheitsstatus. Bei Back to Nature habe ich alle in einem kurzen Video vorgestellt. Dankeschön. Weiß ich gar nicht mehr. Echt? Habe ich das gemacht? Damals? Aber in den Folgen selbst habe ich das so gemacht, oder? Das könnte ich aber auch mal versuchen. Ich glaube, das mache ich zur Abstimmung, das mache ich zur Heiratsabstimmung, das ist voll die gute Idee. Dann haben wir wahrscheinlich auch ein bisschen Videomaterial, was wir nutzen können. Zur Heiratsabstimmung mache ich dann ein kleines Video, was ich zusammenschneide zu jedem Schnipsel und Schnipperich, also ein Video für alle, wo dann jeder seinen Part bekommt, wo es dann heißt, ja, das ist der und der, an regnerischen Tagen ist er da und da, er mag das. Außerdem ist er eine sehr introvertierte, extrovertierte, eine sehr sportliche Person, eine sehr zurückgezogene Person. Er ist ein, ihr wisst schon, was ich meine. Ich denke, das ist eine ganz coole Idee. Ich schau mal eben nach drüben. Und da kriege ich noch einen Daumen nach oben, weil mehr bin ich nicht wert. Das ist aber okay. Ich habe mich damit abgefunden. Ich habe jetzt gerade selber einen harten Denkprozess, deswegen reicht schon. Na gut, die Leute, die das Spiel nicht kennen, da hoffe ich einfach, dass die das schauen, bevor die das abstimmen. Und wenn ich die Abstimmung bringe, dann sollten wir jeden einmal eh im Spiel gesehen haben. Also das ist jetzt nicht so, als ob du Unbekannte wählst. Das wäre merkwürdig. Wenn doch, finde ich auch die Entscheidung merkwürdig. Dann ist es wie am Heiratsmarkt.
Das ist ein Name. Ich kaufe mir diesen Namen. Der Name ist schön. Ich werde dich heiraten. Ja, eine große Auswahl ist, das ist eher die Sache, was ich auch denke, genau. Und das ist eher die Sache, wo man einmal die Frauen macht, einmal die Männer macht. Zwar in einem Video, aber hintereinander weg. Augen auf beim Frauenkauf, so sieht's aus. Ich denke, das machen wir dann. Einmal die Frauen durch und die Männer durch. Weil wir auch beides heiraten können. Und dann sollten wir good to go sein. Dann hoffen wir einfach, dass ich keinen vergesse. Ah, da ist die Hexe wieder. Bitte schön, der Pilz. Oh, wie war. Sie fragt mich bestimmt, ob wir zum Sternfest zusammengehen. Wir sagen ja. Hast du morgen Zeit? Es ist Vollmond. Ich würde ihn mit dir ansehen. Sehen? Zusammen hingehen? Ja. Okay, wir treffen uns am Mondschauhügel morgen um 19 Uhr. Wenn du zu spät kommst, gehe ich nach Hause. Ist okay. Hi, oh, das gefällt mir total. Da werde ich nämlich auch drauf achten. Das habe ich bei diesem Harvest Moon gar nicht gemacht. Ich habe mich voll in den Arsch gebissen, warum nicht? Morgen ist das Sternenfest. Wusstest du, dass Sterne vom Himmel fallen können? Ach so ist das also, wenn man sich verliebt. Das wusste ich nicht. So ist das. Das ist gar nicht mal so schlecht. Mal etwas anderes. Das hatten wir letztes Mal geskippt. Sehr schön, dass wir das nochmal sehen und lesen durften. Das ist aber süß. Etwas, was ich bei diesem Spiel nicht gemacht habe, was ich auch doof finde selber, was ich jetzt im Nachhinein nicht mehr ändern kann, ist, ich werde bei Stardew Valley wieder mehr darauf achten, dass ich zumindest 3 verschiedene Stimmen nutze, 4 vielleicht. Ich werde jede Schnipse anders sprechen, also nicht jede Schnipse an sich anders sprechen, sondern die Schnipsen werden eine Stimme bekommen, die Schnipperiche werden eine Stimme bekommen. Die Casual-Dorfbewohner, Männer und Frauen und dann entweder Alte oder Junge. Ich denke, das kriege ich hin, weil so viel redet man mit den Leuten eigentlich nicht, sagte er in Klammern. Und das ist dann okay, wenn man die dann ein bisschen aufbaut. Wie sich die Stimmen zeigen und wie sie sich eventuell entwickeln werden, weiß ich dann in den Folgen. Wir müssen noch mal Marco. Aber ich glaube, das ist wieder eine ganz gute Idee. Das ist beim letzten Mal untergegangen und ich will doch schon wieder Herzblut reinstecken. Das wollte ich hier auch, aber irgendwie ist mir das abhanden gekommen. Ich weiß auch gar nicht warum. Weil mich stört das selber. Ah, du Querflöten, kannst du den Mund nehmen? Ja, nimm mal diese Preiselbeeren, die kannst du dir auch. Stell dir einfach vor, ne? Vervollständige diesen Satz. Morgen ist Sternenfest, dass die Menschen sich treffen, nur um Sterne zu sehen. Ja, Marco, unromantisches Stück. Querflöten. Monster. Ja, einfach. Was mich an mir selber stört im Moment, so da war ich stehen geblieben, ist so ein bisschen, ich mache einfach, was ja auch okay ist, aber ich bin ein bisschen konzeptlos gewesen. Und das lag an vielen Dingen, ihr wisst schon, Trennung in Bremen, Umzug von Bremen, hier, also dann erst Fernbeziehung, die nicht schlecht war, darum geht es gar nicht, aber es ist halt Fernbeziehung, da habe ich dann viel Kraft reingesteckt, nicht wahnsinnig zu werden, weil ich das nicht so mag. Dann Umzugsphase, dann Gewöhnungsphase. Und das ganze letzte Jahr war mehr oder weniger ein einziges. Es hat funktioniert. Aber wenn er sagt, er ist zufrieden damit, dann meint er das nicht ernst. Weil ich war mit dem letzten Jahr nicht so unbedingt zufrieden, was meine Leistung angeht, an Konzepten. Weil ich hatte einfach null Plan. Hab wie ein Hühnchen ohne Kopf. Habe ich da einfach gemacht und gemacht, was auch okay war. Was auch nicht schlecht war, sind ja auch keine schlechten Sachen bei rumgekommen. Und Vampire's Dawn hat mir wieder sehr gefallen, weil da habe ich es wieder hingekriegt, ein Konzept reinzubringen. Und ich denke mal, das hat doch viel gehypt, das hat doch viele Leute mitgenommen. Und es ist jetzt ein bisschen schwächer geworden bei anderen Projekten, die schon länger laufen. Und das wird dann besser werden bei den neuen Projekten. So, das ist Punkt. Ich sage das immer, man verbessert sich immer von Projekt zu Projekt. Und das möchte ich natürlich auch. Verbessern heißt nicht unbedingt
awesome werden und auch nicht immer over 9000, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also einen wieder einen besseren Grund reinbringen und eine bessere Grundierung. Ich meine, ich finde das jetzt ganz schön, dass wir unser Tamaytebako suchen, also unser Ziel für Stardew Valley. Und dann werde ich Stardew Valley einfach Grund auf wieder ein bisschen netter aufbauen. Das ist auch schön anzusehen, es wieder Bock macht. Gerade wenn ich überlege, es sind dann 4 Stunden am Stück. Höchstwahrscheinlich oder 2 und wir machen noch die Sims. Kann auch passieren. Nikes, ich wollte nur einen Bilderrahmen kaufen. 12 Uhr, 5 Stunden in Mine. 5 Stunden in Mine könnte knapp werden. Ja, ich wollte halt auch vielleicht die Sims 3 machen. Und vielleicht ist es dann nicht 3, vielleicht ist es dann nicht 4 Stunden. Obwohl ich mir das auch vorstellen kann, es 4 Stunden zu machen. Ist auch nicht schlimm oder problematisch. Guten Tag, ich möchte gerne einkaufen. Und zwar möchte ich kaufen einen Bilderrahmen. Und zwar einen. Oh, einen weißen, wäre schon geil. Poster. Ein süßes Poster. Och, na. Ein alltägliches Poster. Das sind jetzt aber meine Fotos gewesen, ja? Oder habe ich jetzt einfach ein Bild gekauft und irgendwas? Nö, das ist... Okay, ich würde schon sagen, habe ich jetzt einfach ein Foto von irgendeiner Landschaft gekauft? Das war nicht mein Plan. Das war nicht mein Plan. Sagte er. Und dann hoffe ich natürlich auch, wenn ich das ein bisschen umstelle, dass ich da auch auf euer Feedback bauen kann. Und dass ihr mir dann sagt, wenn euch was stört, wenn ich was besser machen könnte, oder halt anders besser machen, das ist immer schwierig zu sagen, aber vielleicht, wenn ich was ändern könnte und anders versuchen sollte, das würde mich schon... Sau Barboy, warum sitzt du da drüben? Was ist los? Guten Morgen. Für mich, danke. Morgen ist das Sternfest. Sternschnuppen sind Sterne, die vorbeifliegen, das solltest du sehen. I try. Ich versuche das alles zu sehen. Mein Lieblingszauberboy. Ja, wie gesagt, dann hoffe ich einfach auf Feedback von euch. Und wenn irgendwas ist, dass wir da offen reden können, weil es bringt nichts, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe und die mag keiner und dann sagt es keiner. Und das wäre auch blöd, glaube ich. Wir können mit Kritik umgehen. Sayo ist ja auch dabei, die mich zurückhält, euch permanent zu bannen, weil mir deine Meinung nicht gefällt. Ja, gleich die Angst schüren. Ihr wisst schon, wie das ist. Ich bin ein Pharao. Angst gehört zu meinem täglichen Geschäft. Angst vor Versagen zum Beispiel. Außerdem, ich habe das Soundboard irgendwie hat geupdatet. Hört sich das hier für euch besser an? Was nehme ich denn mal? Wenn du Tipps für den Schatzgarten hast, immer gerne her damit. Ich habe fett aufgegeben, zu suchen. Oder bei welchem Schatzgarten? Also jetzt hier bei deiner Tierparade hier gerade immer gerne Tipps, weil ich habe übertrieben aufgehört zu suchen. Einfach weil ich auf keinen grünen Zweig da komme. Wir haben jetzt das an dem Frosch gefunden auf der Tukan-Insel, das war ja okay. Aber jetzt stehe ich böse im Regen und zwar für welche Karte habe ich denn? Noch nicht. Ja, hier, Karte der Flügel und auch die Karte des Segens. Diese beiden sind irgendwie... Keine Ahnung. Da habe ich keinen Plan. Da habe ich keinen Plan. Da weiß ich nicht, wo es das Ganze geben soll, tun darf oder so. Das ist ja auch nicht mehr so schlimm. Man kann ja auch mal keine Ahnung haben. Das ist ja mal nichts Verkehrtes. Das habe ich ja auch nicht zum ersten Mal. Aber wenn mir das alles zu bunt wird, dann ziehe ich mich einfach wieder hinter meine Mauer zurück. Dann mache ich einfach eine Mauer auf, wenn ihr mich zur Nerven tötet. Mit sowas. Aber nö, Tipps sind super gerne, weil ich habe aufgegeben und ich glaube, die Schätze sind bestimmt interessant zu sehen. Das kannst du euch noch nicht herschieben, ne? Weißt du? Achso, bist du dabei. Ich habe nichts gesagt. So, jetzt hoffe ich, dass die Mine voll nice zu mir ist. Dann können wir nämlich voll nice die blaue Feder holen und das fände ich ganz cool. Müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Bis jetzt klappt's. Huh?
Mach doch. Karte der Flügel, das Gebiet ist das Stadtgebiet. Okay. Okay. Ja. Okay, ja, das habe ich so verstanden, genau, ja. Okay. Aber wer von den Fischern ist der Größte? Nach was wird denn dann gesucht? Ach, oh, richtig gemacht. Nach was wird denn dann gesucht? Komisch. Oh, ich habe einen übersprungen. Sehr schön. Wir könnten natürlich jetzt richtig auf Risiko spielen und einfach nur... Hello, schön, schön dich zu sehen. Wir könnten jetzt auf Risiko spielen und einfach nur die Luftzüge nehmen. Und versuchen nach oben zu kommen, anstatt nach unten zu fallen. Aber ich weiß nicht, ob das nicht zu viel Risiko ist, einfach so. Weil ich glaube, dann geht es einfach nur abwärts. Und das wäre natürlich dann nicht so cool. Müssen wir mal gucken. Was meint ihr? Risiko oder wollen wir versuchen, uns einfach legit hier hochzubauen? Also auf legalem und interessantem Easy-Wege. Zack. Kupfer brauchen wir nicht. Ich habe auch meine Sicherheitsschlaufe umgetan. Nicht, dass ich aus Versehen den Controller droppe. Vor lauter Anspannung. Ob ich es bis 17 oder 19 Uhr nach oben schaffe, die Mine hoch. Da könnte man fast drüber wetten. Ah! Ja? Was? Schafft er es? Schafft er es vor 19 Uhr oben zu sein? Okay. Na gut, dann wetten wir das Ganze. Ist ja nicht so schlimm. Kein Risiko. Da da di da da di da da. Schafft er es, vor 19 Uhr oben zu sein? Optionen. Ja, sicher. Niemals. Oder sogar noch vor 18 Uhr. Oh, das Doppelrisiko. Ist kein Problem. Minimal, maximal, maximal ist so. Minimal Einsatz ist so. Und ihr könnt ganze 5 Minuten wetten. Viel Spaß. Und ich mache hier mal weiter. Es gibt nur zwei Optionen. Warum? Moment. Stopp. Add. Start. Jetzt ist besser. So, dann machen wir mal. Und ich werde mein Bestes geben, hochzukommen, weil ich will auf jeden Fall da hoch. Okay. Ist natürlich immer blöd, wenn man jetzt hier... Den Maulwurf habe ich gesehen, aber der hat heute Glück. Shit. Shit. Da ist er! Die Tür. Das Tor zum Glück. Ich habe mich auch wieder abgeschnallt mit meinem Nunchuck. No risk, no fun. Shit. Ich habe auch gar keine Tränke mit, also es kann nur schief gehen. Da ist er, die. Da ist er. Oh, vor 19 Uhr ist aber echt, das wird aber auch schon knapp. Glaube ich. Müssen wir mal gucken. Okay, wir haben keine Tür. Oh mein Gott, Glücksgriff. Wir haben keine Tür gehabt. Und wir sind erst auf Stufe 18. Also es könnte noch schlimm werden. Ich hoffe, ich kriege keine Krankheit. Das ist ja das Schlimmste daran. Die sichersten Sachen wegzumachen sind natürlich die Steine für die... Für den Baustoff. Denn diese können keine Fallen beinhalten. Die kriegt nämlich der Arzt nämlich gar nicht hoch. So sieht das nämlich aus. Die anderen sind ja nur hingerückt. Genau wie die Kristalle. Aber die anderen Steine, die sind fest mit dem Boden verankert. Da kann er kein Gift oder andere Substanzen drunter streuen. Na? Deswegen kann er mit mir nicht, sage ich. Während ich meine Faust erhebe. Oh, ich bin schon 24, ich bin alt. Jünger als ich dachte. Mal gucken.
Nice. Eine ziemlich große. Ziemlich großes Gebiet war das gerade. Ich bin sehr gespannt, was hier passiert. Die Pilzebene, easy. Und gleich wird es wahrscheinlich dann schlimm, sobald wir so in die 30er-Zone kommen. Wie im echten Leben, da bekomme ich auch bald hin in die 30er-Zone. Nicht gut. Da muss ich dieses Hobby einfach einstanzen. Da bin ich zu alt für sowas. Wer will denn so einen alten Mann noch zocken sehen? Vor allen Dingen solche Spiele. So. Oh, Gold. Obwohl, wir sollten nicht zu viel mitnehmen. Nicht, dass ich gleich keine blaue Feder benutzen kann. Das wäre natürlich schlecht. Mitnehmen kann. So, jetzt wird's. Ab jetzt wird's schlimm, meine lieben Freunde. Der Endspurt, die letzten 15? Ist ja gar nicht mehr so schlimm. Schaffen wir. Trotzdem muss ich den Loot mitnehmen. Sicher ist sicher. Okay. Na komm. Vielleicht ist die Ebene schon auf. Okay, ja. Ich habe nur auf der falschen Seite geschaut. Kann ja mal passieren. Wenn man einfach nur hoch will, geht das eigentlich ganz fix. Wenn ich das so mal sagen darf. Hopp. Oh, fuck. Gas, Gas. Invertierte Steuerung bedeutet das auf Deutsch. Ist invertiert Deutsch? Umgekehrte Steuerung. So meine ich das natürlich. Sehr gut. Noch mehr Schnelligkeit. Leider nix. Leider auch nix. Da ist er. Keiner, der noch mitwetten wollte. Tja. Das war wirklich easy. Da müssen wir jetzt die ganze Zeit hier oben auf den Berg warten. Außer natürlich, wir kriegen es jetzt noch dick. Kann nicht passieren. Kann natürlich alles noch passieren. You can no longer bet. Oh, das nehme ich mit. Das ist sehr wichtig für das weitere Voranschreiten. Und jetzt schauen, wo wir hin müssen. Da ist die. Es könnte hier sein. Nein. Es könnte hier sein. Du kannst leider nicht mehr mitmachen, Daniel. Das 5-Minuten-Limit ist überschrieben. Überschritten. Ich wusste, warum ich das mache. Damit man nicht noch irgendwas reinsneaken kann. Oh! Verlangsamungsgas. Nein! Jetzt ist alles so langsam. Okay. 40. Jetzt können wir. Oh mein Gott. Jetzt können wir die ganze Zeit oben warten. Du bist müde. Keine Sorge, ich habe Antimüdigkeitspaste dabei schon seit 100 Millionen Tagen. Endlich kommt es zum Tragen. Go! Gut, dass ich immer ein Fläschchen dabei habe. Aufgewacht. Du bist munter. Du bist ein Hammer. Brauchst ihn gar nicht. Gott. Oh, jetzt fängt das wieder an. Giftgas. Und jetzt müssen wir suchen. Ja, wenn ich schon einmal praktisch liegen, das stimmt schon. Aber das Problem ist, davor habe ich auch ein bisschen Angst, weil dann mache ich auch gleich zwei Dinger mit Gift oder so auf. Ab und zu kann man ja nochmal dem einen oder anderen Gift entkommen, wenn man nah dran ist. Aber wenn man dann zwei hat, die vielleicht in verschiedene Richtungen laufen und so, und ich will dann auch reagieren können, was es ist.
kommen. Wo ist das Ding? Dieser hier ist es. Nein. Okay. Dieser hier. Auch nicht. Okay, ich wollte schon sagen. Du meinst so wie hier, wo man dann einfach zwei wegschlägt. Ja, das kann man ab und zu mal machen. Ich finde das aber riskanter. So wie hier zum Beispiel, wenn dann alles zum Problem wird, dann will ich das nicht. Okay. Hier. Jo, okay. Ach, da war noch Gold. Maulwurf! Yes! Toll. Hat sich ja nicht gelohnt. Hat sich ja nicht gelohnt, die Tierquälerei. Das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja nicht so schlimm. Das machen wir auch für den Spaß und nicht dafür, dass es das taugt. Ich sag Bescheid, klar. Sobald ich das weiß. Also es war noch nichts da. Das weiß ich jetzt zumindest schon. Wie gesagt, wenn der normale Werdegang für euch war, ihr habt den Discord auf den Affiliate geklickt, dann kommt ihr direkt auf Kinguin und dann packt ihr das Ding in den Warenkorb. Dann sollte alles okay sein. Dann dauert das halt ein bisschen. Das ist ja auch okay. Wir haben es definitiv vorher geschafft. Herzlichen Glückwunsch an die glücklichen Gewinner. Ja sicher. Sogar vor 18 Uhr. Hat ja theoretisch nur einer gewonnen. Das stimmt. Boop. Boop. Ich picke aber weiter als Winner. So, weil das stimmt ja beides. Cool, dass ich das machen kann. Ich war gerade so ein bisschen, oh shit, ich hoffe, das geht. Oh shit. Es gab keine Verlierer, ist auch schön. Jetzt müssen wir halt warten, bis das passiert. Oder es passiert einfach so, um jede Uhrzeit. Oh, Farmstar, sieh mal! Ah, die blaue Möwe. Für Notwegschwimmer, dankeschön. Ein blauer Vogel! Das wird schon. Ich sag dir Bescheid, das wird wahrscheinlich 2-3 Tage dauern. Oh, gerne auch privat in Discord, das wird einfacher. Da kommt's! Oh! Blaue Feder erhalten. Die ist sehr wichtig. Oh yes! Oh, es ist Punkt 17 Uhr gewesen, lol. Da gehe ich nochmal eine Runde baden. Bitte? Sehr gut. Jetzt wollen wir mal eben hier oben gucken. Vielleicht lässt mich ja der Erntegott doch nochmal ran. Sieht nicht so aus. Hallo? Morgen ist Sternennacht. Voller Sterne. Aber ich habe Angst vor den ganzen Sternschnuppen. Ja, Mann. Was, wenn das Armageddon kommt? Dann haben wir jetzt noch genug Zeit im Stadtgebiet nach dem Schatz der Karte zu suchen. Und wir haben immer noch keinen Shortcut. Das ist auch nicht gut. Aber wir können ja schnell runter. Weil da fragt er uns, ja, willst du sofort raus? Und klar. Ich weiß zwar nicht, wie er das dann schnell macht. Einfach 40 Dinger runterstolpern. Ich meine, es ist 17.10 Uhr. Oh, schön. Ist egal. Jetzt ist 17.10 Uhr oder 17.20 Uhr. Jetzt vergeht doch keine Zeit, wenn ich direkt sage, zurück zum Anfang, oder? Guckt euch das an. Instant einfach in einer Sekunde den ganzen Berg runtergesprungen. Ich bin ein Mann. Ich kann sowas. Achso, so mal als Nebenwerbung am Rande. Wer vielleicht Bock hat auf Pen and Paper, wir veranstalten ab und zu, nicht immer, aber unregelmäßig Pen and Paper Runden, die entweder ich hoste oder die jemand anders hostet.
nämlich Miro, denke ich mal, und sonst, wenn sich noch jemand findet, immer gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht, danke nochmal dafür, und wie gesagt, wir suchen da auch noch Mitspieler, wer noch mitmachen will, in irgendeiner Form, bei meinen eigenen Pen and Paper oder auch bei Miro, und wenn sich noch jemand findet, immer gerne her damit im Discord. Wir suchen da ab und zu immer Spieler. Ab und zu immer Spieler. So, das ist der Satz, den ich genau sagen wollte. Der war so genau und vage, wie ich den genau haben wollte. Perfekt. So, wer ist der Größte der Familie der Fischer? Ja, Fischer Price natürlich. Der ist der Größte. Sicher. Ist ja keine Frage für mich. Mit Abstand. Der Beste dieser Gruppe. Von Kindern. Und Fischern. Gucken mal. Abstand. Kirchplatz. Okay. Ich lese mir mal den Hint auf der Karte durch. Wer ist der Größte in der Familie, die zu viel angelt? Wer ist der Größte in der Familie, die zu viel angelt? Ich weiß, wer der Größte ist, aber der wohnt der nicht? Wohnt der nicht im selben Haus? Ich war doch schon bei ihm und hab geguckt. Oder ist es hier im Gebiet? Ah! Oder vielleicht auch nicht, aber ich kann hier aufs Dach laufen. Vielleicht bedeutet das was. Wow. For real. Oh, hier ist etwas. Du hast Rubin gefunden. Ich habe Robin gefunden. Oder Rubin. Nice, dankeschön für den Tipp. Super. Der Größte. Also der größte Schornstein war gemeint. Weil es offensichtlich, wenn das auch ein Schornstein sein soll, der Blumentopf, dann ist das der größere Schornstein auf dem Haus der Fischer. Okay. Sehe ich ein. Schön. Die sind echt toll, die Sachen. Und das andere ist, zwischen warmen Grün und Meerblau liegen zwei kleine rote Punkte. Gute Frage. Wer macht denn sowas, ist die Antwort. Ich gehe mal zurück nach Hause, denn dort wartet etwas auf uns, was wir schon lange nicht mehr hatten, nämlich eine Truhe, wo wir unsere Sachen reintun können. Außerdem, hallo, Mr. Blümann. Hallöchen. Morgen ist das Sternfest, Bübü. Da betrachten wir den Sternenhimmel. Du solltest auch kommen und die Person mitbringen, die du gern hast. Habe ich, mache ich, tue ich. Dankeschön, Hemminger. Kein Ding. Weiß ich doch. Jetzt können wir mal gucken, wie das Poster funktioniert. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich will mir den Gnom als Poster hinhängen. Und ob ich das dann immer noch im Fotoapparat selber habe, ist auch die Frage. Oder ob das gleichzeitig mein Fotoapparat etwas leer macht. Das wäre natürlich am besten. Mir gefällt eigentlich der neue Streamboss. Ist das okay? Ich gucke so ein bisschen nach oben und tue so, als ob ich den sehen könnte. Wow. Wie gefällt euch der neue? Ist es besser oder ist es schlechter? Ist es schlechter zu sehen? Ich weiß ja nicht, ich kann mal eben die Sayo fragen, wie das bei dir aussieht mit dem Streamboss. Ist okay, ne? Verkaufe ich den Rubin? Ist auch die Frage, ob ich den anderen Amethyst verkaufe, weil wir können den nicht gebrauchen. So leid mir auch die Sache tut. Oh, mehr Schokolade im Stream habe ich gerade bekommen. Dankeschön. Ja, schlechter. Ich habe noch... das hatten wir vorher. Ich habe auch noch den hier. Den finde ich auch ganz cool. Den hatten wir, glaube ich, auch irgendwann mal in der Vergangenheit. Das Erlebnisbalken so ein bisschen deutlicher.
Vielleicht ist das auch ganz cool. Da gibt es ein paar Skins. Kann ich mir nicht. Ich kann die sogar selbst erfinden, wenn ich wollte, aber ich bin in HTML nicht so bewandert. Nicht ganz so bewandert. Und ich müsste mich da einlesen. Beziehungsweise. Ja, keine Ahnung. Ja, die Kugel mit dem Symbol, also mit dem Avatar, bewegt sich mit fallender Lebenspunktanzahl mit. Genau, das ist richtig. Das ist wirklich, da wird der Boss dann fallen. Eine famose Zwiebel, aha. Wir nehmen mal den ganzen Schund mit, den der ja haben wollte. Diesen ganzen Müll. Dann können wir den auch noch wegbringen, obwohl das bringt uns morgen beim Fest nichts. Das bringen wir in den Kühlschrank. Den Dünger können wir reinlegen. Und das können wir auch reinlegen. Den Amethyst legen wir rein, den Rubin auch erstmal. Den Rest packen wir erstmal in die... Die Feder nehme ich natürlich mit, falls wir dann die Gelegenheit haben, können wir natürlich die Hexe gleich auch fragen. Heiraten jetzt? Ja, nein, vielleicht. Kreuzen Sie an. Und reden Sie nicht mit mir. So ist es lebendiger. Ja, aber diese Balken gehen auch runter. Also wenn jetzt hier Leben verloren wird, dann geht auch dieser rote Balken, den ihr jetzt seht, runter. Und dahinter ist ein grüner Balken. Obwohl bei sehr viel Leben kann er das wohl nicht richtig berechnen, weil normalerweise müsste der jetzt ja auch schon angeschlagen sein. Ich guck nochmal eben. Das kann ich aber beim Angeln nebenbei machen. Was fehlt dir eigentlich für die Pizza? Ist es dein Ernst? Willst du mich das wirklich fragen? Tomaten fehlt mir. Leider. Mir fehlt Tomate. Der Damage wird durch Jack in the Box, was? Es gibt Pizza? Ja, bei Harvest Moon. So, müsste eigentlich für den Streamboss alles in Ordnung sein. So wie ich das zumindest sehe. Geh ins Bett? Warum? Nicht immer so hart wegseaten. Ich mach doch, was ich will. Ich angel jetzt noch. Hab ich doch gesagt. Der Tag ist noch jung. Der Ausdauerbalken ist noch frisch. Der ist noch straff. Damit werde ich schön jetzt hier mir ein paar Fischis hier rausreißen. Tut doch nix. Tut doch nicht weh. Wir müssen die Tage ja auch mal ein bisschen nutzen. Auch wenn natürlich Fischen irgendwie, ihr wisst schon, Fischen ist nicht so unbedingt ergiebig. Ich wollte nur noch mal hier gucken, wie das Feld so aussieht, wenn ich gerade mal dabei bin. Hier waren nämlich letzte Mal Steine. Ah ja, zumindest sind die Bäume noch drauf. Hm. Wenigstens das. Eine Riesenkanäle. Ich würde natürlich gerne mehr von dem Müll sammeln, weil wir den natürlich brauchen. Huch, wollte ich nicht wegwerfen. Stein sortieren. Ich könnte sogar noch schätzen gehen, wenn ich wollte. Die Mira weiß das nämlich zu schätzen, wenn ich spät abends noch zu Besuch komme. So ist das nämlich. Wird sich wahrscheinlich erst wieder aktualisieren, da der Lebensbalken, wenn da irgendwas passiert. Gehe ich mal jetzt von aus, weil der da irgendwas nicht gebacken kriegt. Warum man die Skins umstellt. Ich weiß nicht, ob ich das mit einem Test-Follower oder so machen könnte. Ich schau mal. Dann kriegt er das bestimmt gebacken. Einen Moment. Dashboard.
Konsole. Follow. Ah! Da ist der Lebensbalken. Da soll er hin. Jetzt sieht das doch besser aus. Viel schicker. Auch wenn das jetzt irgendwie 250 Lebenspunkte gekostet hat. Naja. Also, das ist auch merkwürdig. Die Tests sind tatsächlich dann so, dass er das rafft. Ich weiß nicht, ob er das zurückrechnet gleich und er merkt, oh, das war eine Testsequenz. Aber. Ist ja okay. Nehme ich in Kauf. Tut mir leid. Jetzt haben wir auch genug geangelt. Da können wir gleich wirklich mal ins Bettchen gehen. Obwohl man diesen Ausdauerbalken mit reinem Angeln auch gar nicht los wird. Da muss man eigentlich auf die Tukan-Insel gehen. Und mal hoffen, dass man was Dickes an die Angel kriegt. Denke ich. Außerdem irgendwie sehe ich gerade aus dem Augenwinkel und ihr habt ja auch ein bisschen was irgendwie schon gesagt zu Markstra, dem guten Ustra und Marco Shipping. Wenn das nicht allzu derb ist, dann werde ich mir mal wirklich auch eine. Dann werde ich mir mal wirklich so ein Overlay machen. Dann werde ich mir den Overlay machen und das einfach mal wirklich hart vorlesen. Das ist völlig in Ordnung. Wenn das halt so 5 Minuten dauert oder so, dann kann man das schon bringen. Dann kann ich das auch nach YouTube bringen. Da freuen sich bestimmt die Leute auch drüber. Warum nicht? Und jetzt gehen wir erstmal ins Bett. Da freut sich dann auch bestimmt die Community drüber, wenn man dann so ein bisschen mal näher an dem Fan dran ist. Du weißt schon. Wir tauschen das erst mit wertlosem Ernst aus. Ich traue es ihr zu, der Frau. Aber heute ist das mal Festival. Guck mal, ich leg den Ring nicht mal ab beim Pennen. So ein geiler Typ bin ich einfach. Wie im echten Leben. Alternativ bis ins Mark. Keine Sorge, wir bremsen uns. Ja, ich meine, Dinge passieren, das ist ja auch okay in der Fanfiction. Alles, was zu hart beschrieben ist, das kann ich immer noch selber mit Oktopusbildern wegmachen. So wie bei Katawa Jojo, wenn man die zensierte Version spielt. Oh, ein Bild von einem Oktopus. Okay. Und das sagt mir jetzt was? Das hätten wir übrigens auch machen können, um Katawa Jojo zu beenden. Einfach mit Oktopus-Bildern alles zu kleben, beziehungsweise das macht das Spiel halt dann selber, aber ich weiß nicht, das nimmt auch dann dem ganzen Spiel so ein bisschen, weil da fehlen auch halt dann viele Dialoge, das ist halt blöd, weil die ganze Szene dann geskippt wird. Die reden ja dann doch noch dabei über Dinge vielleicht. Wie halt im echten Leben, wenn man gerade das Schäferstündchen vollzieht und man eben nochmal über die Einkäufe spricht oder so, ganz normal, easy going. Also wenn Marco und ich zusammen auf oder neben dem Bett liegen oder in oder neben der Badewanne, für eventuell die Badewanne Inferno 10, ja, da kann es dann schon mal passieren, dass man dann auch Rezepte austauscht, zum Beispiel. Schokokuchen zum Beispiel oder für Gurke mit Honig oder so, das kann schon mal passieren. Fleckter Stängel. Komm, zack, bitteschön. So, 2 Enteneier eingepackt. Perfekt. Alle Enten und Hühner sind versorgt. Und ich freue mich auf das Fest. 19 Uhr hat sie gesagt. Okay, das heißt, ich gehe heute mal vorher nicht zur Hexe. Und wir sehen uns ja abends. Da müssen wir da nicht hingehen. Das ist ja auch Quatsch. Ja. Das ist ja dann auch Quatsch. Da brauchen wir uns ja dann nicht so Sorgen machen. Um die Hexe. Ich bin sehr gespannt, was das für ein Fest ist. Ich kenne die ganzen Feste ja hier gar nicht. Das ist genauso wie bei Stardew Valley dann später. Ich kenne das einzige Fest, was ich nur kenne, ist das Eierfest, weil ich das 3 oder 4 Mal gemacht habe. Aus Gründen von, ich habe das halt gemacht, weil ich immer wieder was angefangen habe mit dem Spiel. Yes, Son Goku. Gut, ich wollte schon sagen, ich habe es wieder in die Mitte gelegt. Nein, war nicht so. Das heißt, wir...
Ja, das ist super schön. Wie gesagt, das ist auf dem Kanal, falls du da auch eine Route wenigstens sehen willst in 3 Kapiteln. Das kann man sich bei mir angucken. Mehr leider nicht, weil wegen, das ist mir dann ein bisschen. Das wird dann zu krass mit der Frau, die ich da mir ausgewählt habe, glaube ich. Ha? Hab ich aber nicht. Ich habe die blonde blinde Schnipse genommen. Natürlich habe ich das getan, damit ihr nicht seht, was ich für ein hässlicher Gnom bin. Aha, ich werde euch zurechtstutzen, habe ich dann nicht gesagt. Und dann war das einfach so. Ja. Kann man mal machen. Wo ist Schere? Obwohl die Blinden nämlich ja noch mal viel heftiger war. Das ist natürlich jetzt auch schlimm, so, dann darfst du nie schlecht riechen, weil das ist halt, die halt super Sinne, das ist halt so, ist ja auch okay. Ich sehe das auch als anerkannte Theorie an. Das ist auch keine Theorie, das ist ja die Wahrheit. Alle anderen Sinne sind halt heftig besser, weil Sehen eine ganze Menge von unserem Wahrnehmungszeug, wie auch immer man das nennt, keine Ahnung, einnimmt. Achso, ich habe noch gar nicht gemolken. Das ist schlecht. Und dann ist es klar, dass man, wenn du nicht mehr siehst, dass alle anderen Sinne deutlich besser werden. Da darfst du nicht mehr vergessen, die Zähne geputzt zu haben oder so. Das schmeckt das direkt. Und auch andere Dinge. Das ist halt so. Natürlich habe ich mir deswegen habe ich mir auch die schwerste Schnipse ausgesucht. So, das wollte ich nämlich sagen. Ja, hatte Sayo gerade gesagt, also die Route von Hanako, die verbrannte. Die hat sie an einem Stück durchgezogen, ohne zu verkacken. Also. Hat wohl den richtigen Riecher für die Frauen. Hat sie von mir. Oh, ich kann die Karte nicht zu Käse machen. Wie kommt das? Das ist ja merkwürdig. ...44993. Das ist mein Kontostand. Sehr gut. Sehr gut. Ich würde ja sagen, wie im echten Leben, aber es stimmt nicht ganz. So. Nee, es stimmt nicht ganz. Es fehlen ungefähr 1.000.000 Nullen. So, das will ich machen. Das, alles andere ist gut. Also lass uns... Was machen wir denn jetzt mit der ganzen Zeit, die wir haben bis zum Fest? An einem Festtag, wo jeder richtig Bock auf Fest hat. Vielleicht können wir ja Buchweizen neu pflanzen. Vielleicht ist ja fertig. Das ist natürlich schön. Da haben wir wenigstens irgendwas zu tun. Schauen mal. Nope. Ja. Gib doch der Hexe die blaue Feder. Ich weiß nicht, ob das an dem Festtag funktioniert. Ich würde jetzt erst den Festtag abwarten. So eilig haben wir es jetzt ja auch nicht, oder? Irgendwie geh ins Bett, bring dem Hexe die Feder. Wenn du keine Lust mehr auf Harvest Moon hast, einfach Bescheid sagen. Ich kenne das. Aber es wirkt sich jetzt so gehetzt. Immer heißt es, ich soll bei so Spielen ruhig machen. Jetzt mache ich ruhig, ist auch nicht in Ordnung. Also, ich glaube... Wir müssen da nochmal reden. Nein, ich mache das jetzt ganz in Ruhe. Wir machen jetzt heute erst das Fest und dann am nächsten Tag bringe ich die Flaufeder. So sieht das aus. Und dann irgendwie sagt ihr, ja, in einer Woche samstags müsst ihr heiraten. Und bis dahin machen wir noch, was wir machen können. Und wenn wir noch eine Kleinigkeit an... machen können bis dahin oder vielleicht auch danach. Vielleicht machen wir die Jahreszeit sogar noch zu Ende für die Feste, die noch kommen im Winter. Damit man mal alle Festtage gesehen hat zum Beispiel. Das wäre auch doch voll im Rahmen. Also es ist jetzt nicht so, als ob das jetzt ein Problem wäre, denke ich, für alle Beteiligten. Und dann hat man auch nochmal zur Vorbereitung auf Stardew Valley mehr Zeit, da abzustimmen. Weil es wird wirklich so sein, ich werde das roh nehmen. Wenn dann irgendwas da steht in den Abstimmungen, dann nehme ich das so für die erste Folge. Dann wird er nicht gezetert, dann wird er nicht geheult. Dann wird das so gemacht. Weil ihr wisst ja, wie es ist. Ihr wählt und ich entscheide. Und wenn dann irgendwas gewählt wurde, dann werde ich das auch so nehmen. Und wenn dann heißt, da steht Katze, wir werden Katze nehmen, oder das ist super knapp, dann nehme ich trotzdem die Katze. Und wenn dann sagt,
Oh, ich habe noch gar nicht abgestimmt. Wie kannst du nur? Dann ist es aber so. Dann ist es leider Pech. Oh, deswegen versuche ich ja hier immer zu sagen, hey, das kommt, stimmt dafür ab. Ich kann es nur, ich kann es nur versuchen an meiner Stelle. Ich kann es nicht allen recht machen. Das ist unmöglich. Das kann ich wirklich nicht. Irgendeiner ist immer dabei, der dann sagt, ich hätte es gerne anders. Das ist ja auch okay, das ist das menschliche Wesen, aber man muss dann theoretisch auch entweder verlieren können bei den Abstimmungen, was auch völlig in Ordnung ist, und trotzdem dran Spaß haben, oder man muss halt sich ärgern, dass man nicht das macht, was man will, und dann muss man da auch durch. Oder dann halt im schlimmsten Fall gehen, wie gesagt, hatten wir auch schon auf dem Kanal. Und wenn ich ehrlich sein darf, bin ich da nicht traurig drum. Das ist mein Ernst, weil jeder, der hier eine Stimme abgibt bei der Abstimmung, der muss sich sicher sein, dass andere Meinungen existieren. Und die können, oh, 18, ja. Die können entweder die dasselbe Meinung haben oder eine andere. Und die Seite mit den meisten Stimmen gewinnt. Das ist halt mehr oder weniger demokratisch. Und wir brauchen hier keine absolute Mehrheit oder so, sondern es ist einfach roh so, und ich habe auch noch nie erlebt, eigentlich nicht, dass es dann ein Problem war. Und wenn es doch ein Problem wird, bin ich froh, wenn dann die Leute dann nicht mehr dabei sind. Das hatten wir ja auch schon, wie gesagt. Und das fand ich auch in Ordnung. Völlig in Ordnung. Weil so haben alle Spaß daran. Und ich denke, man kann auch Spaß entwickeln, wenn man vielleicht was anderes vielleicht auch mal sieht, als das, was man dann vielleicht selber immer gespielt hat. Baust du noch deine Gebäude aus? Geld habe ich ja genug. Habe ich genug Geld? Wenn ja, würde ich das bis zum Ende des Jahres auch noch machen, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Das ist eine gute Sache, ja. Das würde ich machen. Das würde ich machen. Eventuell sehen wir ja sogar noch den Erntegott. Das wäre auch so eine Sache, das wäre schon nice, aber ich weiß, der Weg dahin ist halt, du musst Ernteheld sein, und Held ist offensichtlich wichtiger als Meister. Und das wäre schön, das zu erreichen, das kann ich aber nicht garantieren. Das ist leider so. Und da habe ich auch keine Lust, da auf Biegen und Brechen dann mir einen abzumeistern. Das muss ja auch nicht sein. Blöd ist es natürlich trotzdem, weil es ein Charakter ist, den man da nicht gesehen hat. Auf der anderen Seite wäre es dann das erste Harvest Moon, wo ich sagen würde, na gut, hier können wir folgenreich einbauen. Weil wir halt noch nicht alles gesehen haben. Und da würde ich sagen, okay, folgenreich kann man bis Punkt X halt einreichen und darüber hinaus nicht mehr. Das wäre auch in Ordnung. Wenn man dann noch mehr Bock auf Harvest Moon hätte. Oder hat. Finde ich auch cool. Da muss auch keiner traurig und böse sein, glaube ich. Da muss man sich halt irgendwie Ustrala erschleichen. Das ist ja auch keine Kunst der Unmöglichkeit. Ihr wisst, wie es funktioniert. Es steht unten in der Videobeschreibung. Wenn es nicht detailreich genug ist, dann schreibe ich das gerne nochmal auf die Website selbst. Oder nochmal besser in die Videobeschreibung auch. Oder in die Twitch-Beschreibung. Ich lese nicht, was sie sagen. Moment. Morgen! Während des Sternenfests sieht der Himmel wunderschön aus. Vielleicht kann ich dann etwas sagen, das ich mich sonst nicht traue. Oh, wow, geil. Heute ist das Sternenfest. Die Sternschnuppen sind nicht immer gut zu erkennen. Pass gut auf. Hallo, Pit. Guten Morgen. Ich wünsche mir immer dasselbe von der Erntegöttin. Ich will, dass alle Menschen in Frieden leben. Okay. Guten Morgen. Sich etwas zu wünschen bei einer Sternschnuppe, das hat etwas Nostalgisches. Hallo, Ruth. Guten Morgen. Es ist zwar kalt, aber es lohnt sich. Es ist die schönste Nacht des Jahres. Wenn du das sagst. Ich werde jetzt schon mal, wenn wir sagen, wir wollen noch ein bisschen was bauen, dann werde ich jetzt mal ein bisschen Holz hacken gehen. Ihr wisst schon. Männlich Holzfälle arbeiten und dann männlich und auch männlich riechen dann bei dem Date. Gute Idee. Richtig schöner Moschusgeruch. Das will die Frau. Das will die Frau von einem Farmer. Der muss stinken, sagt man dann auch.
Ja, man hat so viel Zeit und alles gesehen. Wie bei anderen Harvest Moon-Teilen, ne? Da finde ich das ein bisschen besser, wo man sagt, möchtest du das Fest jetzt starten? Und du sagst einfach, ja, komm, starte das Fest, gib alles. Und jetzt muss ich hier irgendwie einen ganzen Tag rumtrödeln und nichts machen, um dann am Fest teilzunehmen. Okay, ich meine, es ist ein Fest, dass es abends ist, die wollen sich ja nur zusammen die Sterne angucken. Trotzdem aber, ich finde es auch ein bisschen komisch dann gleichzeitig. Das ging ja bei anderen Harvest Moon Teilen auch. Wenn ich mich an Back to Nature zurückerinnere, da haben die auch gesagt, du kannst das Fest starten, wann du willst. Und dann kannst du dich halt entscheiden, ob du interessiert bist an der Meinung anderer Leute oder halt nicht. Obwohl, es gab natürlich auch da Fests, wo man dann, Feste, wo es dann auch heißt, halt, wie so zum Beispiel dieses Jahreswechsel-Event, wo man halt nur nachts dann an den Berg gehen konnte. Also, diese Nacht-Events sind halt so, was willst du machen? Ist jetzt endlich Nacht? Nein. Ist jetzt Nacht? Nein, die Sonne steht noch. Aber jetzt ist doch Nacht, oder? Nein, es ist nicht mal Mittag. Und jetzt? Sind wir bald da? Du hast das Gefühl, dass die Tage hier viel länger dauern. Die Tage hier sind etwa... Du siehst ja, wenn ich spiele, bekomme ich an einem Tag ungefähr... Also in einer Stunde ungefähr einen Tag hin. Knapp. Also davor hatte ich ja so Angst, vor dem Harvest Moon, das hier zu spielen. Einfach aus dem Grund, das habe ich auch vorher, glaube ich, erwähnt, die Zeit ist hier unwahrscheinlich langsam. Guck mal, es ist immer noch 8.20 Uhr. Das ist einfach übertrieben heftig, wie lange 8.20 Uhr ist. Das ist bei anderen Spielen nicht so. Und hier ist... Halte, immer noch 8.20 Uhr. Seht ihr das? Irgendwann springt es um und du denkst, oh, ist im TomTom-Wald, ist die Zeit stehen geblieben? Nein, nein, die ist nicht stehen geblieben. Die ist einfach nur super summtastisch langsam. Oder vielleicht ist es doch stehen geblieben. Vergeht im TomTom-Wald keine Zeit? Muss Zeit vergehen. Weil wir, wenn wir zur Hexe gehen, auch immer Zeit verlieren. Oder ist pro Waldabschnitt die Zeit stehen geblieben? Ne, da ist 30. Seht ihr? Das meine ich. Davor hatte ich super Angst. Denk mal, wir hätten das in YouTube-Folgen gemacht, in 20-Minuten-Folgen. Wir hätten 4 Folgen für einen Tag gebraucht. Hatten wir ja, glaube ich, auch vorher ungefähr. Deswegen bin ich da immer so früh ins Bett. Das wäre krass gewesen. Dann wären wir in 3 Jahren oder 4 Jahren nicht durch gewesen durch das Spiel. Deswegen war die Entscheidung, hier hinzugehen, gar nicht mal so schlecht. Wenn ich das so sagen darf. Weil so haben wir es doch in einer relativ okay Zeit hingekriegt. Ach so, ja, nochmal. Ich hab, weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. Da hatte Christian hatte uns geschrieben. Ne, wir machen das nicht. Da hat uns Christian geschrieben und beziehungsweise, hi Calypso, wir haben die blaue Feder gekriegt, das hast du verpasst. Aber wir haben noch den Heiratsantrag noch nicht gestellt und warten jetzt auf das Sternschnuppenfest. Christian hat uns ausgerechnet, wie lange 3 Ingame-Jahre Ingame-Jahre Stardew Valley dauern würden. Und das ist eine absehbare Zeit. Das ist jetzt nicht so schlimm, das wären 50 Streams, also ein Jahr. Achso, aber wenn es ein 1,5-Stunden-Stream wäre, also kriegen wir das Ganze in 25 Streams, kriegen wir ungefähr, ist natürlich jetzt über den Daumen, aber in 25 Streams würden wir, würden wir es dadurch wieder durchkriegen, was ganz cool ist eigentlich. War da was? Entschuldigung. Ich hab nur den Ton von der Wii, deswegen höre ich die Alerts nicht von Streamlabs, wenn ich da mal was verpassen sollte.
Tut mir das leid. Und ich denke mal, uns gehen ja die Farmspiele in nächster Zeit sowieso nicht aus. Ja, finde ich auch. 25 Streams kann man definitiv machen. Dann werden 3 Jahre mit Gemeindehaus komplettieren gar nicht mal so ein Problem. Das sage ich jetzt einfach mal salopp. Wie gesagt, das ist alles über den Daumen, aber das ist völlig in Ordnung. In meinem Empfinden. Bei 4 Stunden, die wir dann immer freitags machen würden, ab dem neuen Sendeplan, der dann halt kommt. Und ich habe da auch irgendwie gar kein Problem mit 4 Stunden mit einem Game. Ich habe drüber nachgedacht, oh, das ist ja richtig blöd, habe ich mir gedacht. Dann musst du ja so lange in einer Spielwelt rumhängen. Auf der anderen Seite finde ich das aber gar nicht schlimm. Weil du einfach in 4 Stunden richtig was zusammenkriegst und du kriegst richtig was fertig. Und auf der anderen Seite ist es halt so, du musst dir auch keinen Kopf machen, dass du deine Unterhaltungsart änderst. Das hört sich doof an, aber wenn ich jetzt Harvest Moon spiele, bin ich ja doch anders vom Reden her und Sprechen her, als wenn ich jetzt Darkest Dungeon spielen würde oder halt Mittelerde oder so. Das ist ja schon was anderes. Auch wie ich dann versuche, euch zu animieren, wenn das Wort ist, was man dann sucht. Ich bin jetzt kein Profi oder so, aber ich versuche trotzdem anders zu motivieren und anders auf andere Dinge aufzuzeigen. Und ich glaube dann 4 Stunden lang sich einer Sache beschäftigen, wo ich dann weiß, ja hey, ich spreche jetzt die Schnipsen so, ich spreche die Schnippe richtig jetzt so und das mache ich dann halt die ganze Zeit und dann komme ich da auch nicht durcheinander. Ich glaube, das ist ganz cool. Das ist auch unterhaltungstechnisch, glaube ich, schöner. Müssen wir mal schauen. Wir werden es ja merken dann gemeinsam. Aber ich freue mich drauf. Und ich finde das auch nicht zu krass. Weil ich finde so ständige und schnelle Spielwechsel finde ich blöd. Aus dem Grund, weil du jedes Spiel nur anstolperst. Und ich weiß nicht, ob das sein muss. Man könnte auch sagen, man macht das so, wie gesagt, ich kann ja nur auf andere Kanäle verweisen. Ich mache das so wie North Station und wechsle grob jede Stunde das Spiel. Aber dann verlieren wir auch nach jeder Stunde wieder 15 Minuten, um von Spiel A abzugehen, in Spiel B vorzubereiten, dies, das, keine Ahnung. Und dann bist du halt in einer ganz anderen Stimmung von jetzt auf gleich. Auch blöd. Und mit dem, was ich jetzt mache, das sehe ich auch so, da habe ich natürlich dann das Risiko, dass dann kein Interesse an einem Hauptslot ist und dann Leute einfach nur noch freitags da sind und alle anderen Tage gar nicht mehr. Das kann natürlich genauso passieren. Das sehe ich natürlich dann auch. Ja, das ist dann ein Risiko, was dann kommt. Und wenn das einfach nicht so klappt, dann ist es auch okay. Was soll ich dann machen? So, wir sind schön ausgepowert. Es ist nicht mehr 10 Uhr. Wow. Ich bin pissig. Ja, wenn Spiele so zäh werden, dann will die Zeit nicht vorbeigehen. Das beste Beispiel dafür aus letzter Zeit ist einfach Tales of Systeria. Jede Minute, die ich das Spiel angemacht habe, habe ich gedacht, meine Fresse, was ist denn hier los? Das meine ich ehrlich. Ich hab echt davor gesessen und so, oh, es ist erst eine halbe Stunde rum, scheiße, ich muss mich damit noch mehr beschäftigen. Und ich will da nicht über das Spiel so ranten, weil die Charaktere waren schön und das war nett gemacht, aber das war einfach extrem super, 100% pointless. So, nichts hat da zusammengepasst ab dem Punkt der Mitte, wo ein Ereignis passiert ist, was ich jetzt hier nicht spoilern will, für alle, die das vielleicht doch noch selber spielen wollen oder gucken wollen. Ab dann war halt für mich so, und ab dann hat das Spiel aufgegeben, es zu versuchen, cool zu sein. Meiner Meinung nach. Und da hat es keinen Bock mehr gehabt. Und da habe ich jede Sekunde gedacht, Gott, warum muss ich mich damit beschäftigen? Zum Beispiel auch Darkest Dungeon. 2 Stunden Darkest Dungeon ist viel zu wenig. Einfach aus dem Grund, weil du für einen Dungeon meistens schon eine halbe Stunde mehr brauchst, je nachdem wie lang der Dungeon ist. Und wir machen im Moment nur mittlere Dungeons. Wenn wir in die langen Dungeons gehen, die einfach heftig hart sind und wo man sich jeden Zug überlegen muss, dann dauert halt so ein Dungeon einfach mal eine Stunde. Oder jetzt glaube ich, auch im letzten Stream haben wir glaube ich 3 Dungeons geschafft und einen davon haben wir abgebrochen. Also in der Theorie haben wir 2 Dungeons geschafft. Das ist nix. Und da kommst du gar nicht weiter. Obwohl es natürlich Spaß macht und super, super spannend ist. Und jede Runde ist auch anders. Und jede Gruppe ist anders. Und jeder Charakter ist anders. Was ich mega nice finde. Und
Stardew Valley, da werde ich wahrscheinlich gar nicht merken, dass dann schon irgendwelche 1000 Streams vorbeigegangen sind, weil einfach mich wird das Game so überwältigen. Das sage ich euch jetzt schon. Ich weiß super wenig über das Spiel. Ich weiß super wenig über das Spiel, das habe ich extra so gemacht. Und ich habe immer nur bis zum Frühling so gespielt. Ich kenne die Grundmechaniken. Ich weiß, dass ich definitiv mit Maus und Tastatur spielen werde, weil Controller hat mir gar nicht gefallen und verkompliziert das Spiel nur für mich. In dermaßen, weil ich mir das nicht merken kann, wo welche Taste liegt. Und da werde ich einfach durchreiten, ich werde jedes Event fressen und ich werde jeden Nebencharakter und jeden Dialog einfach fressen. Davon bin ich selber zumindest überzeugt, dass ich das machen werde. Und das wird auch ein Spiel sein, und das sollte ich auch in der Zukunft bei allen Spielen machen, das hört sich jetzt so doof an. Aber obwohl bei Mittelerde klappt es auch, außer dass mit der Schwierigkeitsgrad ein bisschen zu heftig war am Anfang. Ich muss leerer in die Spiele reingehen. Ich muss meine Erwartungen richtig nach unten setzen, weil wenn ich keine Erwartungen habe, kann mich etwas nur überraschen. Das habe ich bei Tales of Systeria auch so gemacht und das hat mich überrascht und dann hat es mich mega enttäuscht, weil das Spiel selber die Erwartungen so hoch gesteckt hat. So, es fühlte sich so an, als ob es ganz groß werden will und dann war es einfach nur irgendwie nicht. What? Das war schade. Deswegen, da war ich ein bisschen salty. Bisschen viel salty. Bisschen zu viel salty wieder. Naja. Das ist halt die Final Fantasy 9 Diskussion, die wir gerne bis in die Unendlichkeit führen können. Aber das Spiel ist gut. Aber es sind nur zwei verschiedene Geschichten. Wie bei jedem Final Fantasy. Aber da stört mich das extrem. Da stört mich das extrem, dass der Bruch so übel ist. Übel, übel. Aber was auch übel ist, ist der Geruch, den ich verbreite. Obwohl, ich war mich gerade waschen. Das ist ja schon mal schön. Jetzt können wir noch mal eine Stunde hier im Wald verbringen. Ich muss mal eben Pause machen, ich kriege die Flasche nicht auf. Und mit einer Hand. Entschuldigung. Ja. Dann können wir noch mal eine Stunde hier im Wald verbringen. Und dann können wir schön Sterne gucken. Können wir schön ins Bettchen gehen, von Sterne träumen. Und dann können wir schön der Hexe einen Heiratsantrag machen. Ich würde am liebsten Marco mitnehmen und vor seinen Augen die Hexe heiraten. Das finde ich natürlich schön. Die ultimative Strafe für diesen Mann. Mann. Marco und Mann. Das geht's gar nicht. Guck mal im Duden nach. Das darf gar nicht in einem Satz stehen. Mit diesem kochenden Wicht. Ja. Der sogenannte Küchenprinz. Pff, mein Prinz ist er nicht. Auf keinen Fall. Wir sind beste Freunde. Wir werden auch noch gute Freunde. Irgendwann vielleicht. Maybe. Aber der Funke ist einfach nicht übergesprungen, wenn wir ehrlich sind. Er wollte immer so viel von mir. Aber er konnte meinen Erwartungen einfach nicht gerecht werden. Das muss man einfach mal sagen. Stundenlang habe ich mit ihm Querflöte geübt. Und was ist daraus geworden? Seht es doch selbst. Jetzt denkt er, ein Stock ist eine Querflöte. Das ist nicht der Marco, den ich kenne. Das ist nicht der Marco, den ich einst meinen Freund nannte. Ich weiß, was ihr wolltet. Ich weiß, was ich sagen wollte. Ihr beide habt noch viel vor. Nein, ja, mit der Hexe habe ich viel vor. Das stimmt, hast recht. Deswegen werde ich die auch heiraten. Und nein, es ist nicht eine Scheinehe, um meine wahre Sexualität zu verbergen. So, machen wir das mal ganz geschickt und ungeschickt zugleich. Mal erst die weg. Gefällt mir viel besser. Wie viel Holz haben wir denn jetzt? Haben wir schon gut Holz gehackt oder was? Gucken wir mal. Ich hab vergessen, How to Inventar. Jetzt geht's besser. Arbeit. Davon habe ich auch irgendwas gemacht. Ja, Jahresbilanzen. Wir haben 118 Holz. Wir sind immer noch Erntemeister, wir sind munter und wir haben nichts. Unser Ehepartner ist das ewige Nichts. Wir haben Futter, wir haben Hauslevel 3, wir haben Ziegen und alles mögliche, aber wir haben definitiv zu wenig Holz und zu wenig Stein. Daran werden wir weiterhin arbeiten müssen. Und das machen wir auch. Wie gesagt, ein bisschen ist er krank, die gute Oster. Besser. Daran werden wir arbeiten.
Ich weiß gar nicht, wie wir das machen. Ich glaube, wir haben in dieser Folge die blaue Feder geholt. Wir haben in dieser blaue dann das. In dieser Folge dann. Ich weiß nicht, ob wir das hier zur ultimativen Folge machen sollten. Und wirklich jetzt nach dem Event auch noch am nächsten Tag den Heiratsantrag zur Hexe bringen. Das ist natürlich die ultimative Folge, der alles passieren kann. Was meint ihr? Machen wir diese Folge zur ultimativen Harvest Moon-Folge? Wir werden Herzen brechen, wir werden heller Herzen zum Schmelzen bringen und wir werden Marco Schmerzen zufügen. Und das alles wird jeden freuen. Der Zauberboy hat alles vorher gewusst. Er hat es vorausgesehen, er hat es geahnt. Er wusste es von Anfang an. Yay oder nay? Ein definitives Yay. Wow, wow. Whiff mit der Axt. Whiff. Vorsicht, heiß und dreckig. Upp. Ah, der männliche Schweiß, den wir gleich beim Date versprühen werden. Lecky, lecky, lecky. Da freue ich mich schon drauf. Ich werde dieses Hemd nicht wechseln. Das ist mein alternativer Lebensstil, der mir das verbietet. Hier sind auch wieder so viele Steine. Und ja, ich werde übrigens auch ein bisschen flexibler werden. Das habe ich natürlich auch euch zu verdanken. Das möchte ich auch so zelebrieren. Ich glaube, das machen wir noch. Weiß ich gar nicht. Eventuell machen wir das diese Woche. Müssen wir mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich eher nächste Woche. Irgendwann in den nächsten 2 Wochen. Erstens, was ich noch ankündigen wollte. Ihr habt es vielleicht auf Discord gesehen, auf Facebook gesehen, auf Twitter gesehen, auf der Website gesehen. Da steht es nämlich auch auf der Startseite, auf unserer sehr interaktiven und lebendigen Startseite, wenn ich das mal sagen darf. Am Freitag. Am Freitag diese Woche, also im nächsten Harvest Moon Stream, werden wir eine auf ein neues Tasse verlosen für alle Grabwächter, beziehungsweise für alle, die dann im Chat sind und am Giveaway teilnehmen möchten. Einzige Bedingung ist, da sein, Glück haben an diesem Tag und bereit zu sein, mir beim Gewinnen dieser Sache eine Flüsternachricht zukommen zu lassen mit der Adresse, denn irgendwie muss ja die Tasse nach euch kommen. So, und ihr dürft die nicht bei mir abholen, während ich im Negligé auf euch warte. So, das habe ich auch schon gesagt. Deswegen wäre das natürlich nice. Und ich freue mich darauf, euch eine Tasse zu verlosen an euch. Und ja, auf ein neues ist nicht nur das Stichwort für das Jahr, es ist das Stichwort dann für den neuen Sendeplan, es ist das Stichwort für die vielen neuen Spiele, die wir bekommen werden. Und es ist auch dann Teil unseres täglichen Slogans, denn ich finde, es ist, wir haben so ein paar Sachen, die haben wir halt auf dem Kanal als Sprache und die finde ich ganz schön. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, auch Awusel war mal jung und auch er sagte sich in vielen Situationen, das müssen wir nochmal machen oder jetzt müssen wir was Neues anfangen. Obwohl jetzt im Alter ist Awusel natürlich so weit, dass er erhaben ist, erhaben über den Tod, erhaben über einen Sieg über ihn. Und deswegen müssen wir und können nicht Awusel leugnen und wir dürfen auch Awusel niemals hinterfragen, weil Awusel wird immer mein treuster Begleiter sein. Oder ich werde sein Sprachrohr auf Erden sein. So, das wollte ich sagen. Das hört sich doch nett an. Ich gehe nach Marco. Ich habe ein bisschen Zeit. Wir können ein bisschen bei unserem Freund die Zeit verbringen. Bei unserem Freund. Freund. Ist nicht zu Hause. Schade. Das wäre seine Chance gewesen. Ich könnte ihn mit meinem Liebestracker ausfindig machen, mit meinem siebten Sinn. Ich schaue einmal, wo Marco ist. Keine Sorge, ich finde dich schon, mein Freund. Ich finde dich und ich werde zu dir kommen.
Ich habe mich mit ihm angefreundet. Seit wann? Marco ist in Marcos Haus. Marco, are you in there? Do you wanna build a snowman? Do you want to see me cry? Ich stehe an deiner Tür, nur für dich, mein kleiner Freund. Meine Querflöte ist lecker, komm, hol sie dir. Ich zieh mir was Schickes an. Marco, are you in there? Ich liebe dich doch so sehr. Und dann halt nicht. Dann halt nicht. Kannst nichts machen. Er will nicht. Marco ist für mich gestorben. Hat sich erledigt. Das. Er will mich nicht reinlassen. Mich, seinen besten Freund. Und Helfer. Kannst nichts machen. Ich könnte noch angeln. Eigentlich. Eigentlich könnte ich noch... Okay. Ich möchte, dass ihr das klippt. Bitte klippt das einmal. Das wäre super geil. Man kann auch hier bei Twitch kann man doch Clips erstellen von den letzten 20 oder 30 Sekunden oder so. Er ist bestimmt geknickt, weil du mit der Hexe zum Fest gehst. Oh mein Gott, das ist lore-typisch. Das wäre so krass, wenn das lore-mäßig wirklich so wäre. Das wäre so geil. Es passt super gut in die Lore, verdammt. Ich will das nicht. Ich will das nicht, dass das so ist. Er weint. Er weint einfach immer in sein Kissen hinein. In sein kleines... Ist so. Nee, ich nehme ja die Brummbums, nehme ich mal mit. Kann man immer gebrauchen. Sieht auch aus einfach da. Du kannst es auch nicht leugnen, verdammt nochmal. Das ist einfach so. Schrecklich finde ich das. So. Maika, du hast recht. Du hast recht. Es ist zum Kotzen, so lange zu warten. Die Zeit ist wirklich mega zäh. Es ist wie Blut, das durch eine Sanduhr rinnt. Habe ich auf meinem Handy als Hintergrund. Kein Scheiß. Die zähe Masse. Zeit. Oh, eine Ente. Vielleicht wird mich diese Ente lieben. Ich nenne dich jetzt Marco. Du wirst mein neuer Freund sein. Du liebst mich. Ich weiß. Kann ich der Ente was geben? Was mag denn Enti? Enti mag bestimmt voll fett Garnele. Komm her. Enti mag voll fett Garnele. Nice. Ich glaube, die können gar keine Garnele, oder? Doch, die essen glaube ich keine Fische, oder? Enten. Oh mein Gott, meine Enten. Meine Tante hatte meine Ente. Kein Scheiß. Kann ich euch gerne sagen. Ich lüge euch auch nicht an. Mein Onkel hat Teiche. Irgendwo im Harz. Und. Das ist so eine weiße Ente gewesen. Oder weiße Enten. Und die wurden von den Rebhühnern. Wurden die ganzen Enten getötet. Und nur dieses eine Ei oder diese eine Ente ist halt da geblieben. Oder verschont geblieben. Oder kurz davor gewesen halt. Auch drauf zu gehen, aber jetzt hat sie die Ente mitgenommen. Jetzt hat sie einfach eine Hausente. Ich weiß nicht, ob die Ente noch lebt, aber es war ganz cool. Eine Hausente, hat die Badewanne voller Wasser gemacht. War nice. Hat sie auch benommen wie eine Hausente, also muss ich schon sagen. War ganz cool. Aber ich denke mal, im Harz kennt man über meine Familie viele Geschichten.
Da haben wir so ganz... Wir können ja so ein bisschen über die Farmgeschichten erzählen. Vielleicht werde ich auch mal so, weil alternative Lebensstile sind, liegt wohl in meiner Familie, väterlicherseits. Da gibt es irgendwie irgend so einen Großonkel oder so. Im Harz hatte ich... Das ist kein Scheiß, das ist ungelogen. Der war da stadtbekannt, denn... Das stimmt. Der hat nach dem Malochen hat er immer seine Ziege, das ist kein Schiss, seine Ziege mit in die Kneipe genommen. Und dann sind die beide an die Tresen gegangen. So. Und dann haben die beide gehoben, nämlich Bier. Die Ziege und der Typ. Mein Großonkel, der Typ. Und mein Großonkel. Haben einfach an der Theke gestanden, die Hufe auf den Tresen und dann haben die beide Bier gesoffen. Kein Witz. Ist kein Scheiß. Es ist Familienlaw, ja, das ist total crazy, Tiere und Landwirtschaft und so, das ist voll drin, also ich weiß nicht, vielleicht ist das ganze Harvest Moon Gezeugse ist vielleicht einfach, das ist einfach bei mir drin, so, das ist Familienkunde bei mir, das ist Ahnenforschung für mich, und deswegen, komischerweise habe ich diesen heftigen Drang, jetzt hat das Real Life, ich glaube, Farms Reality hatte Daniel das genannt. Ich glaube, das ist so ein guter Name dafür. Ich glaube, das ist einfach der Schritt meiner Erfüllung. Ich glaube, das wird mich super, mega heftig glücklich machen. Erde und Pflanzen und Pflanzen züchten und, weiß ich nicht, Erdbeeren naschen und sowas. Das wird mich, ich glaube, das wird mich mega erfüllen. Ich sag's, wie es ist. Ich glaube, das wird mich mega glücklich machen. Weil es einfach in meiner Familie so ist. Ich freue mich da schon drauf, wirklich. Deswegen, irgendwann wird es euch ereilen. Dann sieht ihr den da hinten, ne? Ich habe den, da ist er, dieser komische Brutkasten für Pflanzen. Den habe ich hier stehen die ganze Zeit. Und ich bin die ganze Zeit schon am rumtüfteln, wie ich das am besten auch aufnehme und zeige, weil ich ja... Mir natürlich auch wissen wird mit der Zeit auch kommen. Ich werde am Anfang vielleicht auch ein paar Pflanzen haben, die den Weg allen Lebens gehen, nämlich in den Mülleimer. Und, und ja, müssen wir dann schauen. Passiert oder passiert halt nicht. Vielleicht habe ich auch einen angeborenen krassen grünen Raum. Das wäre natürlich mega gut. Das wäre natürlich mega gut. Das würde mich natürlich in meiner Art sehr, finde ich das sehr schön. Weiß ich nicht. Es haben übrigens alle Pflanzen überlebt. Ich habe ein paar Pflanzen und die leben ja tatsächlich auch noch. Die leben auch schon seit sehr vielen Jahren. So eine Palme und so ein anderes Grüngewächs. Das lebt noch. Also kann es nicht so schlimm sein. Und dann hoffe ich einfach auch, dass ihr da Bock drauf habt. Das wäre natürlich doppelgeil. Und dann ist es halt die Frage, ob ich da einen eigenen Kanal nochmal für mache und das hart trenne oder ob ich das hier mit drauf packe auf UstraLP. Weil UstraLP ist ja theoretisch nur ein Deckname, den es einfach gibt unter dem Content, der bei mir läuft. Mich würde es nicht stören, wenn das alles auf einem Kanal wäre, aber ich glaube, es ist auch verwirrend, wenn das alles auf einem Kanal ist. Muss aber nicht verwirrend sein. Ich wollte die ganze Zeit nach dem Poster gucken. Ich habe es nicht geschafft, seht ihr? Das meine ich. So löchrig ist mein siebhaftes Kopfdings, was ich auf dem Hals trage. Mein Gehirngefäß. Yay! Leere Blechdose! Arigato, Schneemannsan! Erstmal nach dem Poster gucken. Da. Nein. Das ist meine Klamottensammlung. Möbel umräumen. Poster alltäglich. Aufstellen.
da würde es funktionieren. Ist es hier okay? Ja. Kann ich hier mal einer beschützen? Ne, die leere Blechdose ist ja auch okay, die brauchen wir auch. So, ich nehme den Gnom. Auf jeden Fall nehme ich den Gnom. Dieses Foto verwendet mich, yes. Konnte man nicht in Ego-Perspektive schalten oder so? Ich guck mal gerade. Ja, irgendwie mit 1 oder so. Ich erinnere mich. Moment. 1 oder 2 ging das. Ich komme gleich drauf. Ach, das geht glaube ich nicht im Haus, oder? Oh! Toll, jetzt kann man den Gnomen gar nicht sehen. Das ist ja voll Mist. Na, so ein bisschen, da sieht man ihn doch. Okay, alles gut. Bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Nimm die Kamera. Ja, natürlich. Da hätte ich selber drauf kommen dürfen. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit der Ego-Perspektive, ne? Nutzen. Ah, oh mein Gott. Oh, ich sollte über den zweiten Stock nachdenken. Ich habe nach oben ziemlich viel Platz. Ja, da ist er. Der Gnom. Einfach so. Gnom aus Versehen. Meine Kamera hat aber schlecht heftige Scheißauflösung. Guck dir das mal an. Wie viele Megapixel sind das denn? Ohne Witz. Das geht gar nicht. Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist die goldene Kamera. Mit einem Viertel Megapixel. Voll nice. Holy Krebs. Die gute Holly. Die gute Holly Krepp. So, gleich ist 19 Uhr. Endlich, sagte er. Und schnaubte dabei laut. Puh, endlich. Dann werden wir gleich endlich unsere Angebetete sehen. Und wir werden mit ihr einen wunderbaren Abend vollbringen an der Sternenknarrennacht. Ich wünschte, man könnte hier direkt den Antrag machen. Das wäre natürlich doppelt geil. 18 Uhr? Ich dachte 19 Uhr. Ah, Hemminger. Guck mal, da sitzen sie alle schon. Hiermit erkläre ich das Sternenfest für eröffnet, Bibi. Es gibt dieses Jahr bestimmt wieder wunderschöne Sternschnuppen. Ich hoffe, ihr verbringt eine romantische Nacht, Bübü. Okay. Merkwürdiger Typ. Ich komm schon. Ich komme. Ich bin gleich da. Warten Sie kurz. Ich bin sofort bei Ihnen. Ich bin auch gar nicht zu spät oder so, hoffe ich. Hä, da saßen doch schon Leute rum. Hä, jetzt ist hier wieder keiner. Achso, och. Wie wär's mit einem Erinnerungsfoto? Ja. Sein Album ist voll. Momentchen mal. Ich pack den, Kappa weg, oder wie der heißt. Ups, Entschuldigung. Erinnerungsfoto, go! Mit wem willst du das Foto machen? Allein? Bitte lächeln! Jawohl, verschränkte Arme, richtig so. Ich bin der Boss. Ich habe es ins Album gelegt. Ja, diese vielen Erinnerungen an mein einsames Leben. Jetzt müssen wir, glaube ich, gleich kurz in den Wald gehen und dann wieder zurückkommen.
Ich glaube, es klappt nicht, dass ich einfach am 19. hier stehe und sie spawnt einfach. Das funktioniert so nicht. Nope. Keine Sorge. Wir sind gleich für sie da. Im Wald ist es aber gruselig, wenn es Nacht ist. Ah ja, macht trotzdem. Musik, ich dachte, es wäre keine Musik drin. Okay, also sie kommt, die spawnt doch. Na dann geht's ja. Ball Romance. Wie ich da stehe. Wie sehen wir mit dem Rücken? Achso, nee. Huhu, guten Abend. Oh! Diese Sterne habe ich schon so oft gesehen. Sie sind nichts Besonderes mehr. Wow. Voll romantisch. Komm etwas näher. Ich beiße nicht. Woo! Oh! Wow! Hast du das gesehen? Unglaublich, das ist ja Wahnsinn! Ah, das kennst du aber noch nicht. Das Wunschspiel. Wünsch dir was bei der Sternschnuppe. Wünsch dir dreimal etwas, bevor die Sternschnuppe verschwindet. Wünsch dir etwas. Ich will beliebter werden. Ich will jünger werden. Ich will im Meer tauchen. Ich will ordentlich schlafen. Ich will alles Geld der Welt. Drücke A, um zu beginnen. Bist du bereit? Chat, Grabwächter, was soll ich mir wünschen? 1. Beliebter werden. 2. Jünger werden. 3. Im Meer tauchen. 4. Ordentlich schlafen. Oder 5. Alles Geld der Welt. Oh, Schokolade. Ich habe Schokolade im hohen Gras gefunden. Moment, ich muss es eben erlegen. Ihr könnt überlegen, was ihr haben wollt. Oh! Alter. Bett 4. Ist doch keine Wette. Was soll ich anklicken? Nein, das wird nicht gewettet. Das ist wirklich. Ihr solltet entscheiden, was wir machen sollen. Das kann ich ja nicht wetten. 3. Im Meer tauchen? 5. 4. 3, 2, 1. Wir werden wohl im Meer tauchen. Ich möchte... Tauchen! Tauchen! Hast du dir etwas gewünscht? Du siehst aus, als hätte es nicht geklappt. Weil ich gar nicht... Ja gut, dann geht's jetzt los. Da kommt einfach eine Liste. Ja, wo ist Tauchen? Wo ist... Bup, Ende. Es wird kalt. Ich friere hier. Ich friere hier ein. Gehen wir heim. Das war unabsichtlich gereimt wahrscheinlich. Es war lustig heute. Es ist schön, so wie heute zu entspannen. Ja. Ich würde nächstes Jahr wieder mit dir herkommen. Ja, ich würde auch gehen, wenn ich zu doof bin, mir drei Sachen zu wünschen. Und hiermit ist das Sternenfest vorbei. Hätte es nicht 4 Versuche geben können? Ich hoffe, all eure Wünsche werden wahr, du bist ein Bastard. Er hat mich bestimmt beobachtet, wie ich Gehirnkrämpfe gekriegt habe. Ich sage, ich will tauchen. Und er so, nö. Dieses Jahr ist wieder alles gut gegangen. Ich bin jedes Jahr etwas besorgt, dass es auf dem Heimweg noch Unfälle gibt. What? Der einzige Unfall ist hier, wenn ich gleich meine Hand ausrutsche, weil ich mir nichts wünschen durfte. Was zur? Ich habe dieses Land
Ich habe alle Glocken dieses Landes geläutet, inklusive der Glocken der Erntegöttin. Ich habe einen Wunsch verdient. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich brauche mir bei einer lächerlichen Sternschnuppe nichts zu wünschen. Ich gehe direkt zur Quelle. Gibt's ja wohl nicht. Oder? Sollen das? Das fand ich jetzt aber schade. Das muss ich jetzt aber ehrlich sagen. Das fand ich jetzt bitter, bitter, bitter schade. Gefällt mir nicht. Geht ins Bett. Kein Bock mehr. Nö. Genug ist genug. Ich habe genug von diesen beschissenen Schlangen, Sternschnuppen in diesem beschissenen Sternenhimmel. Ich gehe jetzt ins Bett. Bin der verdammte Farmstra. Zack, 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 zack. Wow, 13.300? Einfach so? Das ist viel Geld. Bin ich jetzt Erntemeister? Bin ich jetzt Erntehelt? Meister, bin ich jetzt Erntehelt? So, wir werden heiraten antragen gehen. Auf geht's. Zieht den besten Anzug an. Wo hab ich denn meinen? Wo ist denn mein? Wo hab ich denn? Wo ist das denn? Ach, da ist es. Auch bei den Festen. Es ging jetzt gar nicht um die Steuerung. Das ging mir jetzt so schnell. Die Steuerung war ja okay. Ich musste ja nur hoch und runter in der Textbox auswählen. Das ist ja nichts Schlimmes. Das Schlimme war... Oh, Ignella Trick 3. Nice. Das Schlimme war einfach, das ging... Bist du bereit? Ja, ich wusste ja gar nicht, was ich machen soll. Ich dachte, man muss auf irgendwelche Sterne klicken. Wieder den Wunsch haben oder weiß ich nicht was. Das wäre okay gewesen, aber einfach... Wow, Pinguin. The fuck. Pinguin goes crazy. Ich setze den wieder aus. Das war mir zu gruselig. Habt ihr das gesehen? Alter. Also das Bild verschwindet nicht aus meinem Fotoalbum, wenn ich das hinhänge. Das ist doof. Ist die Frage natürlich, was passiert, wenn ich das lösche? Oh, Mail. Mail des. Ein weiteres Tier ist eingetroffen. Dieses Mal ist es eine ausgewachsene Ziege. Sie gibt jeden Tag Milch. Wir haben auch Futter und Werkzeuge. Kommen Sie also bitte unbedingt vorbei. Wir brauchen Ihr Geld. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ah, okay. Vor dem Schneemann liegt etwas. Amethyst gefunden. Hab mich jeden Tag also. Dieser Schneemann. Moment mal. Ich habe gerade eine Theorie. Wir mussten dem Schneemann eine Möhre geben. Der Schneemann gibt uns jeden Tag Geschenke. Entweder es ist wirklich ein magischer Schneemann und er denkt, ich bin ein Schnipperich, den man erobern muss, oder es ist Marco in dem Schnee und er steht da rum und ist dann immer in meiner Nähe. Auch nachts. Und wenn ich zu Hornfarm gehe, nimmt der eine Abkürzung. Kann das sein? Ich meine, er gibt mir jeden Tag Geschenke. Das mache ich doch normalerweise immer. Das ist schon merkwürdig. Da habe ich das Futter definitiv hingelegt. Keine Fragen hier. So, eben noch ein bisschen verpflegen und dann in den Wald fliegen und dieser wunderbaren Hexe diesen wunderbaren Antrag machen, denn ich bin ein wunderbarer Mensch und ich werde keinen Zweifel daran lassen, dass ich denke, dass sie der Mensch ist, den ich für die nächsten paar Jahre an mich binden werde. Ungefähr 4.
wenn alles gut läuft. Da jetzt das Sundere ist, kann er es nicht offen zeigen. Das ist korrekt, oder? Aber ich habe das erkannt. Ich habe es erkannt und sage nur nichts. Das ist der Plan. Was los, Clara? Kein Hunger? Doch, Clara hat auch Hunger. Ich wollte schon sagen. Er hat keinen Hunger. Hängt nur durch. Was ist denn los? Mary hängt auch so durch. Was ist denn los mit meinem Lieblingstierchen? Hey, komm, Mary. Sei nicht so. Na komm. Melken. Und dann noch durchstreicheln. Es ist ganz schön viel Arbeit bei den Tieren. Da freue ich mich ja auch schon so ein bisschen auf Stardew Valley. Da ist das ein bisschen einfacher gehalten mit der mit dem Tiere. Wie gesagt, bin bisher angekränkelt. Mit dem Tiere versorgen. Weil. Ich meine, was ist großartig, der Unterschied zwischen Bürsten und Streicheln? Oh, ich muss streicheln, ich habe schon gebürstet, Entschuldigung. Na, ich meine, es ist ja theoretisch dasselbe in Grün. Und wenn man ein Tier bürstet, würde man das danach wahrscheinlich sowieso streicheln. Einfach, weil man gerade rumsteht bei dem Tier und eventuell dem Tier sagen kann, ja, hast du gut gemacht oder hast alles in Ordnung oder so. Bierwolf. Und noch mehr crazy Tiergeschichten aus meinem Familienumfeld. Mütterlicherseits, der Bruder von meiner Mom. Ich kann das so erzählen, ich muss ja keinen Namen nennen. Der hat so krass. Also er hat am Tierheim und in einem Tierheim gearbeitet. Was ja jetzt nicht unbedingt ungewöhnlich ist. Und hat dadurch natürlich extrem viel Kontakt mit Tieren. Das andere ist aber gleichzeitig, der ist so. Also er investiert so heftig in Tiere und in autarkes Leben, dass er sich jetzt ein Stück Land gekauft hat. Da auch wohnt, also gibt es auch ein Haus, er hat einen eigenen Brunnen, er hat eigene Stromversorgung, eigene Wasserversorgung, er lebt völlig autark. Also, soweit einem der Staat lässt, weil, ich kann euch sagen, du musst ja auch für Regenwasser musst du Steuern zahlen, weil ihr wisst schon, das Regenwasser, was über dem Land abfällt, gehört definitiv dem Land, logischerweise. Das kann ja nicht Gott oder Awusel gehören oder wem auch immer. Ja, oder dem einfach dem Himmel selbst, oder dem verdampften Wolken. Nein, das gehört dem Staat. Und das musst du bezahlen. Dass das Regen auf dein. Dass du Regen in einer Tonne sammelst, das ist wichtig. Und ja, halt, das ist ganz cool. Also das ist auch mega, mega cooles Leben so, weil er ist echt schön da und er hat auch Nutztiere, er hat Hühner da, meine absoluten Lieblingsnutztiere. Er hat Schafe da, der muss also keinen Rasen mehr mähen, er hat Hunde da. Hat jetzt sozusagen sein eigenes kleines Paradies aufgebaut. So, total schön. Hat auch eine Frau gefunden, ist auch ein normaler Mensch, nicht so wie bei Bauers mit Frau, das ist kein Hinterwäldler oder so, den man nur ins Fernsehen lässt, damit man Einschaltquote macht. Nein, nein, das ist also alles legit und wirklich cool und so. Und da beneide ich noch so ein bisschen drum. Ein Schritt, den ich mich niemals trauen würde. Gebühren, Entschuldigung, Verzeihung. Stimmt, genau. Und er muss dafür Geld bezahlen, dass er Strom herstellt. Über ein Windrad und muss dafür bezahlen und muss auch etwas in das öffentliche Netz einspeisen. Also ganz, ganz, ganz normal einfach. Ganz normal. Ich sag ja, das ist richtig easy. Regenwassergebühren. Nee. Wie gesagt, er muss andere Leute noch versorgen mit seinem Strom und muss dafür Geld bezahlen, weil du kannst ja nicht umsonst Strom. Das geht ja überhaupt nicht. Also ist total krass, finde ich. Ehrlich. Es ist viel zu übertrieben, wie schlimm das ist. Anstatt sich darüber freuen. Alle reden davon, dass man ja so
hier so Eigenheime machen sollen mit Solaranlagen und dann sind die, dass die auch super isoliert sind, dass sie keine Außenwärme, also dass die Wärme drin halten und so und alles soll geil sein und so selbstständiges Wohnen mehr oder weniger, zumindest mit Strom, aber da sollst du Geld dafür zahlen, weil ohne geht ja auch nicht, das ist total crazy, also. Aber egal, darum geht's ja gar nicht. Es geht darum, dass es wirklich ein extrem cooles Leben, was du dich da aufgebaut hat. Braucht also theoretisch nichts und niemanden. Und wenn die Zombie-Apokalypse ausbricht, erster Mensch, wo ich hinfahre. Das ist für alles gesorgt. Ist für alles gesorgt. Und da wohnt auch einfach keiner. Da ist auch dann die Zombie-Rate relativ niedrig. Mega nice. Also, und auch das wieder sehr begeistert. Da bin ich auch wieder sehr begeistert von. Und meine Großeltern hatten, weiß ich nicht, habe ich auch schon erzählt, 25 Jahre plus einen Schrebergarten. Oder einen Kleingarten. Eine Kleingartenanlage. Die ich auch mega gefeiert habe, als Kind auch schon. Da bin ich dann selber mit in diese Faszination Landwirtschaft, in diese Faszination Gärtnern, Kleingärtnern einfach reingekommen. Mein Opa hat auch nur eigenes Brot gebacken. Jetzt habe ich in Bremen jemanden kennengelernt, der mit mir gearbeitet hat. Ein Auszubildender in dem Betrieb, wo ich in Bremen war. Der hat auch immer sein eigenes Brot gebacken. Das ist auch richtig cool so. Eigentlich schon. Und man zum einen wundert man sich, wie man die Zeit für sowas findet. Auf der anderen Seite ist es easy. Auf der anderen Seite ist es so, da hätte ich auch Bock drauf. Das wäre so cool, oder? Das wäre einfach so cool. Und jetzt zum krönenden Abschluss des Tages. Neben meinen ganzen Geschichten, die natürlich euer Leben völlig aus der Bahn geworfen haben und euch richtig begeistern. Und ihr könnt euch gar nicht am Stuhl halten. So toll ist es, von ihm mal fremden Lebensgeschichten zu hören, über noch mehr Fremde in irgendeiner Familienkonstellation. Machen wir jetzt Folgendes. Wir gründen unsere eigene Harvest Moon-Familie. Nämlich, wir gehen hin zur Hexe und fragen die mal so salopp, ob die nicht mal vielleicht Bock hat, die Ewigkeit mit uns zu verbringen. Gute Idee, machen wir so. Ja, das ist wirklich echt cool. Und dann, ich bin jemand, ich sitze hier rum und zocke. Das ist so richtig komisch. Aber ich zocke dann auch sowas. So, und dann weißt du auch warum. Und dann weißt du auch, warum ich daran so begeistert bin. So. Ich könnte das hier den ganzen Tag spielen. Aber ich möchte auch was anderes spielen. So ist es nicht. Aber es ist schon, ich werde hiervon nicht müde. Ich finde das nicht langweilig, wie viele sagen, oh, wie kannst du denn so ein Spiel spielen? Wie kannst du denn auch die Sims spielen? Ich spiele auch die Sims total gerne. Einfach aus dem Aspekt, auch aus diesem Aspekt Landwirtschaft und Abenteuer und sowas. Das mache ich schon ganz gerne. Und Schnipsen abschleppen. Vielleicht. Vielleicht mache ich mal sowas in Sims, weiß ich ja nicht. Vielleicht habt ihr mal auf sowas Bock, wenn ich den Siegbert von Schnips ins Leben rufe und der mal ordentlich die ganze Stadt wachrüttelt, beziehungsweise an jedem Bettgestell rüttelt. Wow, das wäre so schlecht. Ist nicht so schlimm. Sexy Wuster. Oh ja. Oh ja. So ist es. Das ist aber auch dreckige Eigenwerbung. Ich erlebe die sinnliche Seite von deinem Pharao. Das ist wirklich. Oh, du musst. Da war der Pilz. Fuck. Ist nicht so schlimm. Ich meine es natürlich, hups, das tut mir jetzt aber leid. Aber wir dürfen natürlich sagen, diese wunderbare Hexe bekommt etwas viel Wertvolleres als den Pilz, nämlich mich. Und da kriegt sie den Pilz gleich mit. Welchen Pilz könnt ihr euch selber aussuchen? Und welche Krankheit? So. Hey Baby, jetzt kannst du den Pilz jeden Tag haben. Aber es juckt so. Der muss jucken. Ist ja auch ein Pilz. Dann wollen wir mal. Ich weiß, meine Sprüche sind sehr derbe und schrecken den normalen Zuschauer ab. Es tut mir leid. Lieber normaler Zuschauer, der noch nie etwas von der Welt gesehen hat und immer behütet in seiner Schaumstoffblase war. Verzeihung. Tut mir leid, Gummenasai. Aber ich bin so und ich denke da auch ganz locker drüber. Hexenhaus. Da will ich hin, zu dieser Frau. Und ich möchte dir sagen, wie wär's mit uns zwei und für die nächste Ewigkeit. Auf geht's. Jetzt nichts verkacken beim Lesen. Hände weg von der Dinge. Das ist doch eine blaue Feder. Machst du mir einen Antrag?
gehen wir erstmal woanders hin. Wo gehen wir denn hin? Direkt hier, hier, bumm. Oh, das ist neben der Kirche an so einem Platz, nice. Ich bin sprachlos. Ich bin so froh, mein Herz klopft wie wild. Wie machst du den Antrag? Heirate mich! Die Fleischfrau. Ihr dürft übrigens entscheiden. Also 1, 2, 3, 4, 5. Ich werde dich immer lieben. Zauber mir jeden Tag Essen. Wow. Ich möchte bei dir sein. Lebe mit mir auf der Farm. Koch und putze für mich. What the fuck? Was ist Antwort 3, bitte? Warte vor. Ich mag mein Steak roh. Denk daran für die nächsten Jahre. Wow, wie mies das ist. Also, 1, 2, 3, 4 und 5. In 5, 4, 3, 2, 1. Ich werde dich immer lieben. Okay. Weil du es bist, Farmster. Wow. Super romantisch. Ich hätte das doch mit dem Putzen machen sollen und mit dem Kochen. Du bist schon merkwürdig, wenn du eine Hexe heiratest. Hast du schon mal meine Kleidung gesehen? Sollte ich wieder in einen Frosch verwandelt werden, bist du trotzdem für mich da. Naja, aber ich wusste schon, dass du mir gehörst. Okay. Wir sind ein gutes Paar, nicht wahr? And now kiss! Das wird einfach fotografiert! Kriege ich das Bild auch? Kriege ich das Bild? Oh! Und ich will es! Ich will eine Feier. Ach so, schade, das andere hätte ich auch gewollt. Ich sah Menschen heiraten und wollte es immer selbst probieren. Nur wir zwei feiern wir. Du hattest gesagt, 13. Winter, oder? Ja. Ja, habe ich gesagt. Ist das nicht morgen? Also dann, ich freue mich schon. Voll süßer mit dem Herzchen nach innen. Mit dem Herzchenabblender. Ist das nicht einfach einen Tag später? Ja. Das Album ist voll. Fotos löschen, ja. Ja, ich möchte nicht mehr Gnome löschen. Gnome ist süß. Ich möchte so ein... Selinas Dope-Blick. Ich möchte gerne... Oh mein Gott, das ist so schwer. Wir haben so viele tolle Bilder. Ich möchte so ein einsames Festival-Foto löschen. Danke. Oh, Kawaii, das ist schnell! Hier ist es nochmal. Hä? Hä? Die Kamera braucht echt mega mehr Auflösung. Das ist fast, als ob man nicht da gewesen wäre. Das ist so der Wahnsinn, ey. Ja, geil. Also dafür ein herzliches... 13. Tag. Das ist einfach morgen. Das ist einfach morgen. Wir wollen ja nichts überstürzen, sagte sie, als sie mich zum Altar schleppte. The fuck is going on? Ja gut, cool. Dann würde ich sagen, wie machen wir das denn jetzt? Chat? Ich speichere mal eben. Wie machen wir das denn jetzt? Wollen wir die ultimative Folge machen? Und dann am Freitag mit Stardew Valley anfangen? Und Freitag direkt mit Stardew Valley anfangen? Wäre möglich, aber wir könnten auch den ganzen Winter noch fertig machen. Das ist also, wir haben keine Eile. Ich guck mal gerade auf den Kalender. Ihr könnt mir ja sagen, ob wir die ultimative Hochzeits-Heiratsfolge machen sollen. Ich meine, hier gibt's noch, was gibt's denn noch? Farmstraß Geburtstag. Ich hab nicht mal meinen eigenen Geburtstag erlebt, wenn wir jetzt aufhören. Und ein Neujahrsfest. Wir können ja generell den Winter fertig machen und heute eine ultimative Folge. Wir können generell den Winter fertig machen und dann eine ultimative Folge, ja. Oder? Ja. Genau das eine Jahr durch. Vielleicht ganz cool. Ja, sollen wir heute die ultimative Folge machen? Hm.
So ist es. Hochzeit. Einfach so. Hochzeit aus Versehen. Hochzeit auch geplant. Zum Glück habe ich alle Vorbereitungen getroffen. Ich glaube, ich sollte noch mal einen Caterer oder so anrufen. Irgendwie sowas. Vielleicht sollte ich auch mal gucken, ob die Kirche auch Platz hat für uns alle. Ei! Okay. Na gut. Ach, heute ist Donnerstag. Schneiki ist heute halt alles zu oben im Berg. Bitte? Ich glaube, du solltest nochmal ein anderes Overlay bzw. nochmal ein anderes Bild machen, meinst du wahrscheinlich? Ja, ein anderes Thumbnail brauchen wir jetzt. Wir brauchen jetzt ein schönes Thumbnail für unsere Hochzeit am besten. Nicht von unserer Hochzeit, das liegt in weiter Ferne. Aber in keiner Ferne, die nicht eventuell auch eine Möglichkeit wäre. Man muss ja die Frau auch glücklich machen, die sich für halt einsetzt und aufopfert. Jeden Tag und mir leckeres Essen kocht. Wo will ich denn jetzt hin? Ich gehe einfach in die Stadt. Habe ich Platz in der Tasche? Ein bisschen Platz in der Tasche. Ich könnte mal eben auf die Tukan-Insel gehen. Ich könnte mal auch eben den ganzen Müll abgeben. Gehe auf die Tukan-Insel, hole da noch ein bisschen Stuff und gehe einfach ins Bett. Sollen wir den Winter noch fertig machen? Ich denke ja. Ich denke, wir sollten jetzt nichts überstürzen. Wir können den Winter gerne noch fertig machen. Das werden dann wahrscheinlich... Aber wir können das ja ein bisschen kürzer gestalten. Wir müssen ja dann nicht jeden Tag auskosten. Aber dann haben wir doch ein bisschen Zeit, wo wir auch die Hexe dann als Hochzeitsfrau haben. Das ja auch nicht so schlecht ist. Und sollten den Winter fertig machen in irgendeiner Form. Vielleicht nochmal 2 Wochen oder so. Und dann fangen wir ganz drüber mit Stardew Valley an, auch wegen den Abstimmungen, damit man noch ein bisschen Zeit hat, da die richtigen Knöpfe zu... Knallt die Tür nicht so! Ist ja da... Die auch nicht! Die geht nicht leider. Du musst erst die Klinke machen und dann drücken. Beides gleichzeitig bedeutet Krach. Ich weiß das. Ich kenne das. Ich mach das auch immer so. Ich meine ja nur. Die Frau ist ein Berserker. Ich gehe durch die Tür. Schatz, du kannst dich ja vorher aufmachen. Ich gehe durch die Tür. Okay. Ja, ich gehe durch die Tür. Ja, ja. Bring mir noch was. Hier, eine Hose. Ja, genau. Ich habe die Möglichkeit, das letzte Fest zu zeigen. Das finde ich nämlich auch. Also wir sollten zumindest ein Ingame-Jahr komplett machen. Das ist einfach nur okay, denke ich. Da brechen wir uns keinen Ball ab. Und vielleicht werden wir noch Ernteheld in der Zeit und dann können wir vielleicht auch noch den Erntekönig sehen, was ja nochmal so interessant wäre. Wenn es nicht funktionieren sollte, dann blame ich einfach. Dann danke Merkel, wenn es nicht funktioniert. So, Ende. Danke SPD für deine vielen leeren Versprechungen, aber ist egal. Politik. Wir reden nicht über Politik. Alle regen sich im Moment über Politik auf. Mir ist das egal, ich habe Internet. Also was soll's? Ja. Ich musste so drüber denken. Ich könnte besseres Internet haben, ich könnte kostenloses Internet haben, wenn ich gewählt werde. Es gibt keinen Unterschied, ob ihr... Wählt doch mich! Der Pharao an erster Stelle. Ich mache einen schönen. Mein Rang wird immer am Ende... Da lindert er. Ja. Dein Rang wird immer am Ende des Monats festgelegt. Ja, dann... Ja, okay. Schade. Dann halt nicht. Dann halt nicht, Herr Erntekönig, wenn Sie die Rangzeremonie immer am Ende des Monats machen, weil Sie so beschäftigt sind oder wer auch immer das Gremium für den Erntetitel da immer innehält. Das Erntetitelmonopol, wenn ich das sagen hätte, wäre ich auf jeden Fall Ernteheld. Ich Erntepharao. Nein, ich meine, mich als Pharao wählen, ich erwähne einen etwas größeren Schattenrat und dann wuppen wir das Ganze auch. Kann nicht schlimmer werden. Ich sag's nur. Just saying. Oder ich werde Bürgermeister hier in der kleinen Stadt, wo ich bin. Das hätte ich voll Bock drauf. Bürgermeister? Ich? Bebü. Ich hänge überall Bebü dran, ich bin direkt Bürgermeister. Ohne Witz. Ich hätte da voll Bock drauf. Oder in irgendeinen Verein gehen. Aber ich muss schon Recht haben. Das ist schon blöd. Also ich kann nicht eine Position haben, wo ich Ja sagen muss, weil ich bin kein Ja-Sager, ich bin ein Entscheider. So sieht das nämlich aus. Ich bin ein Mann. Ich treffe männliche Entscheidungen. Ich bin kein Wurm. Ich bin ein Lenker.
Nicht 5 vom Auto, nicht so ein Ding. Ihr wisst schon, Pharao halt. Und mit meinen wunderbaren Entscheidungen habe ich noch nie jemanden enttäuscht. Von daher, geht schon. Kriegen wir hin. Ustra for President. Und mit einer Wusel im Nacken. Kann uns gar nichts passieren. Ram, bom, bom. Ram, bom, bom. Bada, 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 bom, bom. Ich könnte mal versuchen zu angeln. Vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht beißt ihr doch was Schnuckeliges an meinen Angel. Nein, ich ziehe nicht Marco aus dem Meer. Falsche Richtung. Bessere Richtung. Wieso nicht Weltherrschaften? Na, wir wollen klein anfangen. Erst, wie heißt der Ort bei Phineas und Ferb? Egal. Erst der Ort bei Phineas und Ferb, Doofenschmierz und dann der Rest. Erstmal klein anfangen. Tri-Straight Area, genau. Tri-Street? Egal. Drei Straßen Areal. Voll nice. Gibt viele Welten, was ist da schon eine? Ja, ich würde die Welt von Warcraft beherrschen. Nee. Ich habe übrigens eine böse Erkenntnis gemacht. Ich will das gar nicht erzählen, aber ich erzähle es jetzt trotzdem. Ich bin ja ein harter, langer WoW-Zocker gewesen. Der letzte Schatz befindet sich auf der Insel. Okay, cool. Auch auf der Insel. Ich bin ja ein harter WoW-Zocker gewesen. Das kann ich auch mal eben erzählen, wenn wir gerade eh dabei sind. Und ich habe tatsächlich viel Allianz gespielt. Das heißt, ich habe nur Allianz gespielt, weil es... Pfff, Orks. Ihr habt gesehen, was ich mit denen mache. Und so ungefähr habe ich das auch gemacht bei WoW. Ist so. Ihr könnt meine Ahnen fragen. Und das habe ich dann getan und ich habe viel WoW gespielt. Und jetzt ist mir eine Erkenntnis gekommen, weil ich mit Sayo mal so ein Probe-Level 20-Ding gemacht habe. Blau und Rot. Blau und Gelb. Das ist schon irgendwie. Das hat sich irgendwie bei mir eingeprägt. Ich weiß, warum ich die Farben wieder. Jetzt weiß ich wieder, warum ich die Farben mag. Da lagen noch Bananen. Der ist sehr schwer zu finden. Moment, ich guck. Zwischen warmem Grün und Meeresblau liegen zwei rote Punkte. Hier. Das ist genau hier. Das hier. Das hier. Zwei rote Punkte ist genau hier. Nein? Okay. Das ist dann hier. Hier ist das. Zwei rote Punkte hier. Bei der Blume. Nein. Hier bei der Blume. Alter, kann ich gar nicht. Okay, schade. Rote Punkte. Wir gucken uns um. Aber wenn wir wissen, dass es auf der Insel ist, können wir ja schauen. Es ist sehr nah an dem... Es ist, ja, blau und gelb halt. Ist nicht so schlimm, wenn mich das ein bisschen geprägt hat. Macht ja nichts. Finde ich auch cool eigentlich. Eigentlich schon. Hier. Aber es ist ja nicht Meeresblau. Wir heben erstmal den ganzen Seetang auf. Und dann muss ich... Wenn ich mich genug gebückt habe für Seetang, dann kann ich auch wieder klar denken. Zwei kleine rote Punkte. Hier ist auf jeden Fall grün. Und Meeresblau. Aber kleine rote Punkte? Was sollen kleine rote Punkte sein? Hoch, Montag. Kleine rote Punkte. Aber das können wir eben noch suchen. Wir sind ja gerade hier. Kleine rote Punkte. Vielleicht irgendwas am Strand. Muscheln, rote Punkte. Ich tippe die ganze Zeit irgendwie wie ein Berserker. Das sind keine roten Punkte. Das hier auch nicht. Das ist noch eine Banane. Einfach so. Banane aus Versehen. Zack.
Hier gibt es keine roten Punkte an dem. Da gibt es auch nochmal zwei von den Dingern. Gibt es zumindest eins. Aber was sollten sonst rote Punkte sein? Das hat diese Dinger hier. Kalt. Das ist nicht gut. Mehr Blau liegen zwei rote Punkte. Aber auf der Insel und nicht in einem Haus drin oder so? Rote Punkte. Zwei Stück. Das sind offensichtlich drei. Ich lese das nochmal durch. Zwischen warmen Grün und Meerblau liegen zwei kleine rote Punkte. Ich gehe doch mal ins Haus. Sie liegen dort. Vielleicht ist es ein Teppich, der gemeint ist. Auf der Insel. Okay, also nicht innen drin. Sie liegen dort. Sie liegen. Rote Punkte. Ah. Vielleicht ein Handtuch. Ich geh mal rein. Schadet nix. Schadet nix. Ist ja eh die letzte Aktion am Tag, bevor ich mich wieder ins Bett husche, da geht das ja. Hier nix. Hier auch nix, okay. An den Steg können wir nicht, dann will er mich ja mit dem Auto fahren, mit dem Boot fahren. Dann will er mich wieder nach drüben bringen. Rote Punkte. Dinge passieren, ja auch. Du hast recht, Bot. Warmen Grün und Meeresblau liegen. Ja, wo liegen sie denn? Da bin ich ja sehr gespannt, was das wird. Da bin ich ja sehr gespannt, was es ist, wenn man das findet. Das ist ja zum Kotzen. Rote Punkte. Nein. Hä? Hab ich das denn gemacht? Rote Punkte. Tipps und Ideen von allen, die jetzt schon zugeschaut haben. Habt ihr was gesehen, was ich nicht gesehen habe? Grün und Meeresblau. Zwei rote Punkte. Guck mal, noch mehr Frösche. Was soll ein roter Punkt sein? Zwischen. Achso, die kleinen roten Punkte. Zwei kleine rote Punkte sind dann der Schatz. Und es ist in der Narbe zwischen Gras und Meer. Okay, ja, das macht Sinn. Das heißt, ich kann jetzt den ganzen Strand ablaufen. Holy fucking shit. Bei meinem Glück. Never. Ich lade schon so lang vorbei. Könnte ich vergessen. Vielleicht nicht hier. Vielleicht doch hier. Ist das euer Ernst? Das kann ich mir noch nicht ernst meinen. Thank you.
Ich tick alles ab wie ein Behinderter. Man kann das ja nur verpassen. An der Grasnarbe vielleicht, nö. Wow. F1? Drücken Sie F, falls Sie mehr sehen wollen. What? Und er rannte den ganzen Tag im Sand am Strand und er suchte was. Kontaktlinsen waren es nicht. Es war was anderes, du Wicht. Es ist ein Schatz im Sand. Du hast es gleich erkannt. Es gibt hier ziemlich viel Sand und er schrie, durchkämmt die Wüste. Was soll denn das? Falsche Richtung. Wenn man die Lösung kennt, sind Rätsel meistens voll einfach. Da kann man sich aber lustig machen über andere. Boah, das ist schon dumm, der weiß die Antwort nicht. Keine Ahnung. Wie soll man hier irgendwas wissen? Hier? Ich meine, hier oben gibt es keinen Strand. Nö. Boah, das ist aber frustrierend. Wie soll man das denn finden? Oder ist es hier in der Plitsch-Platsch-Zone? Ich weiß es nicht. Oh, das ist ja frustrierend. Das ist ja der Wahnsinn. Gibt es dafür irgendeinen Anhaltspunkt? Boah, das hat mir mit schwer ja nichts zu tun. Bei den anderen war es ja wenigstens, es gibt einen Anhalt. Aber das hat doch mit Anhalt nichts zu tun. Da muss sich das aber jetzt lohnen. Und er klickte den ganzen Tag, die Wii-Fernbedienung schrie, lass das mal sein, du Bastard. Nicht so, nö, ich will den Schatz. Und die Wii-Fernbedienung so, nö, ich geb jetzt auf. Und ich so, nö, ich will den Schatz. Und die Wii-Fernbedienung so, nö, du kriegst keinen Schatz. Und ich so, doch, auf jeden Fall, ich will den Schatz. Huh. Das ist jetzt ein ziemliches Tief, wenn ich das mal so sagen darf, zum Folgenende. Hört man das? Wer ist es? Nein, beide Hände sind über dem Tresen. Das ist nicht mein Glied, was ich berühre. Es ist der Knopf. Ich raste gleich aus. 5, 4, 3, 2, 1. Fuck you, Game. Okay, ich bin weg. Das war deine letzte Chance. Nein heißt nein. Auch in der Spielewelt. Dann halt nicht. Ich brauche diesen Schatz sowieso nicht. Ich bin ein Pharao, ich bin auf diesen Schatz nicht angewiesen. Mein einziger Schatz sitzt neben mir. Da brauche ich sowas nicht. Und jeder, der was anderes dazu sagt, tolle Karte. Die lege ich mal weg dahin, so. Meh. Bei dem anderen war es ja noch einigermaßen, dass du dir eventuell herleiten konntest, wo der Wind weht, aber ja. Irgendwo liegt halt ein Schatz. Okay. Danke. Thanks, Game. Meh. Also ist aber sehr kryptisch. Ich dachte wirklich dann an eine der Pflanzen zum Beispiel oder halt. Wie auch schon, ja, vielleicht bei Muscheln in irgendeiner Form, dass man da was klicken kann. Aber nein, anscheinend nicht. Es ist einfach irgendwo dazwischen und das Rote beschreibt dann den, wahrscheinlich, das sind auch zwei Rubine oder so, das könnte ich mir dann vorstellen. Die dann einfach irgendwo im Sand liegen. Wenn alle Planeten in einer Geraden stehen, dann findet man die oder so. So. Wenn das Licht am Durinstag richtig auf den Berg scheint, dann siehst du am Strand die Rubine leuchten. Ist so.
Ich ins Bett. Kein Bock mehr. Scheiße da. Alles kacke. Mäh. Ich war gar nicht schön bei meinem Heiratsantrag. Ich wollte mich so schick anziehen. Aber im Moment, ich bin alternativ. Ich bin immer schick. Eine Kokosnuss nur. Die hilft wenig. Dann wollen wir mal heiraten. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich weiß nicht mal, wie das funktioniert. Da steht einfach Hochzeitstag. Ich glaube, ich sollte vorher speichern. Just in case. Oh. Ich glaube, ich sollte bei meiner Hochzeit... Ich habe meine Frau versetzt. Einfach am Hochzeitstag. Ich habe vergessen, wie heiraten funktioniert. Tja. Trotzdem, es ist genau 20 Uhr am 12. Tag des Winters. Der 13. Tag wird der Tag, der Stichtag. Der Tag, an dem alles passiert. Ich frage mich, ob es immer nur einen einzigen Heiratstag geben kann im Monat. Und wir haben genau den erwischt. Noch vorher. Das ist natürlich geil. Heute ist dein Hochzeitstag. Schnell, IKJ zur Kirche! Habe ich mit mir selber geredet. Danke, Tutorial Guy. Okay, jetzt wird's mystisch und magisch. Ich mach das hier. Besser ist. Machen wir das nachts alleine? Farmstra, ich schwöre immer bei dir zu sein. Freitag der 13. Ingame, jo. Ich wollte immer schon mal eine Braut sein. Du hast nicht mal was Schickes angezogen. Ich bin so glücklich, aber auch etwas verlegen. Es ist ein komisches Gefühl. Das ist Bluthochzeit. Das ist mein Ring? Nips. Jetzt beginnt unser gemeinsames Leben. Wow. Wow. Auf uns, Farmstra. Ah, schon wieder so ein Ding. Meh, Schmatz. Awesome und voll traurig zugleich, wenn ich das so sagen darf. Hey, Farmstra, ich hab dir etwas Leckeres gekocht. Nett von mir, oder? Normales Essenspaket von Vivi erhalten. Gut, dass wir jetzt wissen, wie die Hexe heißt. Ein anderes Foto löschen? Ja. Die Entwickler? Nein. Andere Frauen? Nein. Ich habe hier noch so ein einsames Bild, das ich löschen kann. Die anderen Frauen brauche ich noch. Hi, Vivi. Reden. Guten Morgen. Es ist mittlerweile normal, dass du in meiner Nähe bist. Arbeite nicht zu viel und gehe nicht raus, ohne Bescheid zu sagen. Moment mal. Wir sind einen Tag zusammen. Ich bin alltäglich geworden. Nice! Achievement get! Also, ich denke mal von allen Hochzeitsevents, ich sag's mal wie es ist, deswegen war wahrscheinlich auch keiner in der Kirche, weil alle tot sind, das war extrem schwach. Das war super weak. Da war einfach niemand, es gab kein Hochzeitskleid, sie hat dieselben Klamotten an, ich war wenigstens im Anzug, übelst pissig, keine Musik, Dunkelheit, und Kälte, wie in meinem Herzen. Und wow, also als Hochzeitsevent war das schwach, aber als... Und auch irgendwie, jetzt heißt sie einfach Vivi. Das hätte ich auch nicht vorgestellt. So. Das ist jetzt einfach vom Himmel gefallen, dass sie anders heißt. Wenigstens hätte es zum Hochzeitstag sagen können, das wäre geil. So, ach ja, ich habe mich doch gar nicht vorgestellt. Ich bin übrigens Vivi oder so. Einfach ohne, dass du vorher den Namen wusstest, finde ich mega gut. Das ist so ein bisschen, jetzt cold-hearted. Das ist einfach so, jetzt sind wir zusammen. Und nach einem Tag heißt es, ist es normal, dass du in meiner Nähe bist? Ich gehe wieder am Strand Dinge suchen. Nein, das ist ein schönes Event gewesen. Es ist doch schön, dass sie hier ist. Die Musik hat sich auch offensichtlich krass geändert. Das ist schön.
Und da klatscht dann auch der Pinguin. Vielen Dank fürs Dabeisein hier bei diesem wunderbaren Ereignis und der... Das ist nur bei Zauber und Hexe. Ja, ich weiß, dass die anderen anders sind. Die, man hat die auch, man sieht die auch in der, in der Vorschau sieht man ja eine der Hochzeiten, wenn man das Game laufen lässt. Das ist so ein bisschen schade, dass die dann nichts Eigenes kriegen. Anstatt dann einfach sozusagen nichts zu kriegen als eigenes Event, das auch komisch ist, ne? Weil, egal, ist nicht so schlimm, ich habe mich trotzdem gefreut. Es soll keine negative Note sein, das war jetzt einfach nur so, ich habe mehr erwartet. So, ich habe einfach ein Hochzeitsevent erwartet. Egal. Ich freue mich auf die nächsten letzten Tage hier bei Harvest Moon, deiner Tierparade. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, bin ich mir sicher, ihr findet die Affiliate-Links in der Videobeschreibung, falls ihr bei Amazon oder Kinguin Spiele kaufen wollt oder andere Dinge. Teilt das Ganze, lasst einen Daumen da und erzählt mir doch einfach, wie ihr das Hochzeit findet und wen ihr vielleicht geheiratet habt bei deiner Tierparade. Bis zum nächsten Mal.